Cookies, Comic Cookies, lecker. Das brauchen wir Details. Das ist Ihre Meinung. Und schreiben Sie es auf, ich beschäftige mich später damit. Ja. Damit kannst du eine komplette Karriere füllen. Eigentlich ist ich fummel unseren Gästen sehr gerne im Gesicht rum und deswegen herzlich willkommen. Oh, wo sind wir denn hier? Herzlich willkommen zur 80. Episode. Wir nähern uns ganz langsam der 100. Ja. Ganz, ganz langsam. 80er sind aber auch gut. Die 80er waren toll. Also ich muss schon sagen, da habe ich ganz viel mitbekommen von. Echt? Ja doch. Was hast du denn so? Was sind denn die zwei Sachen? 87 zum Beispiel startete mein Mosaik-Abo. Ey. Und wo ist es heute? Damals gestartet? Heute liegt es im Comicladen, das Mosaik-Abo. Gut. Ja. Aber wer spricht denn hier alles? Also wer spricht hier? Da spricht die Legende. Hier, das bin ich. Hier spricht der Steffen und den haben wir denn dann noch? Zum einen den Marek, der spricht hier. Oh, den kennen wir noch. Der war vor zwei Episoden erst dabei. Ja, und? Ich muss auch sagen, oder gleich bitte. Ja. Ja, und Flug, das bin ich, genau. Wer? Flug. Flug? Ja, so nenne ich mich jetzt mal im Zusammenhang mit dem Comic. Ah, okay. Ja. Gut. Besser als Absturz. Besser als Absturz, das stimmt. Flug. Ja, aber auch eine altbekannte Stimme. Ich hatte mal früher auch schon mal einen Podcast gehabt. Da hieß aber Höhenflug. Oder? Falls du es verraten möchtest. Oh, jetzt hört man mein Gekrusch. Ich hätte es vorher essen sollen, oder? Ja. So wie ihr es gemacht habt. Ihr seid so schlau. Ja. Ich nutze das jetzt einfach mal, um auch mal was zu sagen. Ich habe es gelernt bei meinem letzten Auftritt. Ja, da habe ich dazu gelernt. Ja, also. Wir haben den Marek und wir haben den Flug. Jawohl. Warum haben wir denn die beiden Herren da? Weißt du das, nicht der Legende? Wir sind hier in der Stadt am Rande des Universums. Oder ist doch. Ich bin noch am Schnapulieren. Fett und Zucker aufnehmen. Hm. Ist es leider Palmfett. Also wir nehmen nicht nur Podcast auf, wir nehmen auch Fett und Zucker auf. Dann werde ich lebendig und werde ich wach. Und dann höre ich nicht mal auf zu quasseln. Keine gute Idee. Aber der Steffen kann das Mikro runterdrehen. Mache ich jetzt. Wir sind heute hier. Lass dich voll zusammengekommen. Um eine Religion Brüder zu gründen. Und Schwestern. Das hätte gern. Aber hier auf meinem Notizzettel, den du mir hier so vorgelegt hast, steht das was anderes. Da steht ja gar nichts drauf. Das machen wir, wenn wir noch Zeit haben. Also es ist ja ein Podcast zum Thema Comics. Ja. Wir sind alle Comic interessiert, aber nicht nur passiv, sondern auch aktiv. Der Steffen wird auch eines Tages aktiv sein. Ui, Entschuldigung. Mehr Mikrofon. Das weiße Rauschen. Das war ein Flügel. Das war der Flügel des Flugs. Und heute geht es auch wieder um Comic-Projekt. Und, um Comic-Projekte. Echt? So viel Anstand müssen wir schon haben. Da steht es auch. Comic-Projekte. Ja. Auf dem Notizzettel steht hinten auch noch ein E dran. In gleicher Größe. Ich habe das mit Absicht dahin geschrieben. Gut. Also heute ist erstmal Thema Nummer 1, ganz großes Thema, der Comic des Flug oder der Flug des Comic, je nachdem. Ja, der Comic des Flug. Ja, das ist dein der Punkt jetzt, ja. Das ist dein Punkt. Okay. Ein Punkt. Nein, aber pass auf, wir machen das ja ganz, ganz, ganz entspannt. Du brauchst überhaupt nicht nervös zu sein. du hast angekündigt, du hast einen Comic und den hast du jetzt fertiggestellt. Der ist jetzt fertig, genau. Genau. Wie heißt denn dein Comic? Wollen wir darüber erstmal anfangen? Das Hola. Was ist da die tiefere Bedeutung? Kannst du da was sagen, ohne es zu spoilern? Auf jeden Fall. Das Hola, das kennt eigentlich jeder oder kennen viele vom Fangenspielen. Je nach Stadt oder Ort, wo das Fangenspiel stattfindet, ist es entweder das Hola, das Mal oder irgendwas anderes. Auf jeden Fall der Ort, wo man nicht gebatscht werden darf. Aha, okay. Wenn man da dran fasst oder da drauf steht. Kennst du es, Steffen?
Nee, das so die Variante kenne ich jetzt nicht. Also, ach so. Wir haben uns einfach einmal alle nur abgebatscht. Mensch, ich komme aus dem Osten. Da wurde sich gegenseitig. Ich verrate, wo Sola ist. Genau. Ah, das kann natürlich sein. Nein, aber das, bei uns gab es das so in dem Sinne nicht. Ich meine, beim Verstecken gibt es sowas wie ein Eckstein oder so, aber jetzt. Das kenne ich wieder nicht. Nur ja, ein Lied. Ja. Du hast Eckstein, alles nur Versteckte. Also, und ja. So. Ja. Okay. Und das heißt also da, das ist praktisch so die Safe Zone beim Fangspielen. Die Safe Zone, ja, auch eine interessante Ausdruck dafür. Ja. Das Safe House. Ja, ja. Oder beim Sex, das Safe wird. Ja, das Hola, das Mal, ich weiß nur, dass das Hola, glaube ich, in Hanau verwendet wird. Bei uns war es das Mal. Das eine oder das andere Mal? Ja, damit das Mal. Ich auch mal die schlechten Wortwitze bringen, nicht ja. immer nur. Hinterher behauptet er alle. Schlechten Wortwitze kennen wieder von mir, das macht der Steffen immer. Der schneidet seine einfach raus, dann kann er das machen. Stimmt, ich habe die Macht. Aber jetzt nicht gemacht. Ja. Ja, das Mal ist was komplett Abstraktes, also ja, man kann es ja mit jeder, das kann irgendeine Topfpflanze sein oder eine Ecke von einem Haus oder. Also ja. Das wird dann vorher bestimmt quasi beim Spiel und dann, ja, okay. Nee, das kann ich wirklich noch nicht. Also wieder was dazugelernt. Das fehlt bei den Tribute von Panem, da fehlt sowas. Die haben es ja echt schwer gehabt. Ja. Aber zurück. Und bei dir gab es das auch überhaupt nicht, oder was? Also ich kenne, kann sein, dass es das in meinem Umfeld auch gab, aber ich kenne es halt nicht. Also wie gesagt, wie ich ja legendisch schon richtig vermutete, man hat es mir nicht verraten. Okay. Deswegen hat er immer verloren. Deswegen habe ich immer verloren. Deswegen haben die mich immer gepatscht. Das wird es gewesen sein. Ja, deswegen wollte ich nie Verstecken spielen. Nee, was war das? Fangen. Das heißt, du bist zum Comic gekommen, weil man dir das Hola nicht erklärt hat. Ja. Hat immer eine gefangen. Und jetzt komme ich wirklich zum Comic und jetzt wird mir endlich mal das Hola erklärt. Das ist Wahnsinn. Was man hier alles lernt. Ich werde das Gefühl nicht los, wir driften ab. Ja, nein, das ist doch okay, aber ja. ich wollte doch den Titel mal erklärt haben. Also es hat nichts mit dem spanischen Hallo zu tun. Und auch nicht mit der Hohen Landesschule in Hanau, sondern es ist tatsächlich dieses abstrakte Fangenspiel-Unterbrechungsding. Okay. Und das ist auch das Thema deines Comics dann dementsprechend? Oder findet das thematisch Anwendung? Ja, also an extrem langen Haaren herbeigezogen. Okay. Also nicht wirklich. Weil das wäre jetzt so eine der ersten Fragen gewesen. Ja. Wie ist das überhaupt mit der Inspiration oder wie kommst du überhaupt dazu, einen Comic zu machen, was so heißt, wie es heißt und wodurch wird das Ganze inspiriert? Also es gibt für einige der Protagonisten gibt es tatsächlich die Thematik, dass sie an einen bestimmten Ort kommen wollen, wo sie nicht gebatscht werden können. Mhm. Ja, das hat einen ganz bestimmten Hintergrund, aber es ist jetzt nicht unbedingt super bestimmt für den ganzen Comic. Also spoilern tut man damit gar nichts. Das ist noch abstrakter, als es jetzt im Fangenspiel ist. Ich weiß eigentlich selber nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin. Das ist ein Projekt, das ist uralt. Mhm. Ja, du arbeitest schon ziemlich lange dran, also seitdem wir uns kennen eigentlich. Ja, also ich verdiene auch keine Brötchen damit. Das ist so einfach mal Hobby, sich so irgendwo nebenher entstanden quasi. Zu einem Kaffee setzen und einfach mal drauf loszeichnen. Ja. Ja, ganz kurz zur Erklärung, warum haben wir den Marek dabei? Der Marek ist hier gerade, das weiß ich selber noch nicht so genau. Ich habe mich eingeladen eigentlich, oder? Also Marek hat sich selber eingeladen, aber das kann man ja schön verknüpfen, weil du bist ja auch gerade dabei, selbst dein erstes Comic zu zeichnen, dein erstes, sagen wir mal, Langcomic. Du hast ja jetzt, wir hatten es ja das letzte Mal schon erklärt, du hast bei, wie heißt es, Heldrowin, hast du ja eine Seite gezeichnet oder zwei Seiten. Und jetzt, aber du hast ja das letzte Mal schon verraten, du bist selber auch dabei und vielleicht können wir einfach mal so ein bisschen, ja jetzt vergleichen nicht, aber einfach mal einfach austauschen. Die unterschiedlichen Eindrücke, wie ist es bei dir? Wie findest du deine Inspiration für deinen Comic? Also ein bisschen was hast du ja schon erzählt, dass das schon auch die Inspiration in der Jugend lag, als du Comics entdeckt hast. Genau, also wir haben uns eben unterhalten drüber und bei mir war das so, die Urinspiration kommt vom Film eigentlich. Also ich bin halt mit Star Trek, Star Wars aufgewachsen.
Ich habe, was? Hör, Mikrofon, okay. Alles, so, gut. Hallo. Hallo. Ich bin halt mit Blade Runner und so weiter halt aufgewachsen und hatte irgendwann einfach das Bedürfnis, auch eine eigene Geschichte zu erzählen aus dem Bereich des Cyberpunks. Das ist einfach eine Stilrichtung und eine Richtung, die mich wahnsinnig interessiert, aber weil ich halt ein Design studiert habe und ein sehr visueller Mensch bin, war das die beste Möglichkeit, eine Geschichte zu erzählen. Also nicht einfach nur ein Buch zu schreiben, nur hört sich jetzt einfach so, ist jetzt nicht so gemeint, aber im Endeffekt wollte ich einfach auch das Visuelle bei mir. So die klassischen Elemente des Science-Fiction, Cyberpunks, fliegende Autos, fliegende Motorräder, Tätowierungen und. Das ist einfach für mich reizvoller, das auch zu gestalten und zu zeichnen. Und so ist das eigentlich auch vor vielen, vielen Jahren bei mir entstanden in der Jugend. Und es sollte ursprünglich, war auch nicht der Sinn und Zweck, ich will den Comic fertig machen und auch wie du gesagt hast, also sollte jetzt auch nicht, ich will unbedingt damit auch Geld verdienen, sondern es war einfach so Zen, ja, der Weg ist das Ziel. Es war einfach so nach der Arbeit sich hingesetzt und nochmal irgendwie an der Geschichte ein bisschen rumgesponnen, an den Charakteren entwickelt oder auch bei jedem Film, den ich gesehen habe, dachte ich, ja, schon ganz cool, aber was ist, wenn das und das noch passieren würde? Und wenn man sich meinen Comic dann irgendwann, so wie ich hoffe, mal durchliest, dann sieht man auch so eine Hommage an viele Filme, an viele Charaktere, an Comics, an Serien und das ist einfach so mit der Liebe zu den Stories entstanden. Ja, und deswegen ist das, momentan bin ich halt, ich bin wahnsinnig fleißig die letzten Monate, aber man sieht's nicht, weil ich viel an den Charakteren entwickle, also ich entwickle, wie sehen die Tätowierungen im Detail aus, wie sehen die Helme von den Motorradgangs aus und wie fallen die Federn und so weiter, also ich will die Dynamik auch grafisch einfangen. Was denn für Federn? Ja, die haben also zum Teil haben unterschiedliche Namen, also so, wie man das so aus der normalen Welt kennt, aber dadurch, dass die auch durch die Gegend fliegen und so weiter und ich noch ein bisschen die Dynamik und die Geschwindigkeit einfangen will, haben die halt auch zum Teil wie so ein Federschmuck an den Helmen und das habe ich entwickelt. Das ist mir so ein bisschen irgendwie auch in den Sinn gekommen. Ich habe auch nach Tätowierungen, nach klassischen Tätowierungen, Maori-Tätowierungen und so weiter geschaut und bediene mich so ein bisschen so aus der ganzen grafischen Geschichte der Menschheit und bastle das jetzt alles zusammen. Aber versuche mich jetzt auch nicht im Detail zu verlieren, sonst wird aus 2019 nichts. Also ich hab ganz groß bei Facebook, ich habe ja Facebook / Medianik, das ist praktisch die Seite für meinen Comic, da habe ich auch schön alle alten Zeichnungen gecancelt, 2019 geschrieben und wollte schon direkt Januar die ersten Zeichnungen reinstellen. Naja, wir haben Februar und das ist 2019 steht noch da. Deswegen, ich will mich nicht im Detail verlieren, aber ich entwickle und für mich ist jetzt wirklich Deadline jetzt dieses Jahr gestellt. Die Seiten sind, wie ich letztens schon erwähnt habe, sollen 3 Bände sein und der erste Band ist praktisch schon durchgescribbelt, durchskizziert und jetzt muss die Fleißarbeit, jetzt wird geinkt und dann koloriert und sobald ich was habe, möchte ich halt bei Instagram und bei Facebook einfach so die Leute so ein bisschen auf dem Laufenden halten. Weil ich habe viel erzählt, aber jetzt muss ich auch noch was zeigen. Ja. Das ist halt so das Ding. Ja, der Herbert Grönemeyer hat gestern im Fernsehen gesagt, wenn er einen Termin für sein neues Album hat, bis dahin muss es halt fertig sein, dann sind da einfach die Lieder fertig, egal in welchem Stadium die sind. Und er hat auch selbst dann sowas gesagt wie, deswegen klingen nicht alle Lieder auf dem Album gut. Aber dann ist es einfach, das Album ist zu diesem Termin fertig. Also ich beim Comic kannst du ja hinterher nochmal nacharbeiten. Das ist jetzt ja erstmal online und ehe es in Druck geht, kannst du immer noch dich in Feinheiten vorher ein Stück weiter verlieren, ehe es dann den nächsten Schritt geht. Also ich mache bei dem Comic eigentlich alles falsch, was man falsch machen sollte oder falsch machen darf, denn das ist eigentlich so ein Lebenswerk. Also ich hätte jetzt eigentlich sagen können, ich fange mit einer Kurzgeschichte an und mache erstmal etwas, wo mein Herz nicht so dran hängt. Habe ich nicht. Das ist wir auch nicht. Dann habe ich jetzt nicht irgendwie so ein Band fertig. Nein, es ist direkt eine Trilogie. Also eigentlich alle Fehler berücksichtigt und konsequent eingesetzt. Ich habe ja Gott sei Dank schon, klar, bei Heldruin habe ich ein paar Seiten gemacht. Ich habe im Laufe, auch beim Studium habe ich für so eine Studentenbroschüre habe ich mal so einen Comic gezeichnet und jobmäßig, wie ich mich vorhin unterhalten habe, auch mal irgendwie Gebrauchsanweisungen und so weiter in der Comicform. Ja. Also sagen wir mal so, die Sachen habe ich auch schon gemacht, aber jetzt bei diesem Werk fühle ich mich einfach, ich mache mir den Druck ist jetzt, hört sich so negativ an, aber ich setze mir die Deadline, weil ich einfach 2019
was haben wir? Ich meine, 2019, das Jahr von, ich glaube, Akira oder so, das spielt, glaube ich, 2019 und so weiter. Also, wenn nicht jetzt, wann wir dann? Wir befinden uns ja in der Zukunft. Wir befinden uns eigentlich, ja, bei manchen Filmen haben wir sie sogar schon überholt. Ja, 2015 war Back to the Future. Also, wir sind sogar schon weiter. Ja. Und ich glaube, Blade Runner spielt das nicht auch? Glaub, nee, bei Born 70, oder? 20. Nee, Blade Runner ist, glaube ich, auch 2019, ja, ja. 2043 spielt irgendwas auch noch. Ja. Aber ist ja wurscht. Es gibt ja auch Filme, die sagen immer, wenn es Jahrtausendwechsel 2000. Das sind immer große Sachen, mit denen ich mich beschäftige. Ja, wann spielt mein Comic? Also wenn du das überlegst, viele Filme, das ist mir jetzt natürlich aufgefallen, wir leben in der Zeit, wo die ganzen Sci-Fi-Filme aus den 60ern, 50ern gespielt haben. Und das, wo sind die fliegenden Autos? Also ja, das ist halt so ja, das Ding. Deswegen denkt man, soll ich irgendwie noch ein bisschen weiter das ansetzen? Aber das sind alle immer so Sachen, die jetzt eigentlich auch überhaupt nicht hier hingehören. Ja, Autos können ja, wenn man will, jetzt schon fliegen. Das kostet sehr viel Energie und das steht ja nicht mehr so ganz im Verhältnis, wenn man mit Energie Geld verdienen will, was das dann kostet. Ja, und der sieht nicht so cool aus wie in den Filmen, finde ich. Also das ist ja alles so ein bisschen Helikopter noch mäßig angehaucht. Also mir fehlen so dieses, wo ist die Schwerelosigkeit? Ja, also das ist halt so das Ding, was mir fehlt. Aber also Schwerelosigkeit hat halt für uns Menschen ein paar Nachteile, deswegen ist die noch nicht auf der Erde jetzt überall an jedem Ort freigeschaltet. Wenn du die freigeschaltet. Das sind wir aber freigeschaltet. Weil wenn du die geschickt einsetzt, dann wäre das ja gar nicht mal schlecht. Ja, aber meine Herren, zurück zum Thema. Aber wir driften ab. Ja, ja. Aber es war gerade ein schönes Stichwort, weil du da ja auch gerade die Anekdote mit dem Herbert Grönemeyer gebracht hast. Wenn ihr jetzt, das geht jetzt mal an euch beide, die Frage, wenn ihr jetzt so einen Comic über Jahre hinweg entwickelt oder Jahrzehnte hinweg oder wie auch immer, so als Lebenswerk betrachtet, wie ist denn das denn mit der Überarbeitung? Also ihr schaut ja wahrscheinlich auch ein bisschen selbstkritisch dann auf die vergangenen Arbeiten zurück, die ihr da wie angefangen habt zum Beispiel. Mhm. Kommt da der Reiz oder kommt die Idee oder die Überlegung, alles nochmal zu überarbeiten oder wie funktioniert das? Oder findet man sich damit ab oder sagt, man sieht dann halt an dem Projekt es wachsen quasi? Habe ich bei 3-4 Seiten gemacht, weil die waren wirklich scheiße. Okay. Und ansonsten, nö, passt. Mhm. Also es gab einen Vorlauf zu diesem Bilderbuch als Lebenswerk, würde ich jetzt bei mir nicht bezeichnen. Das ist eher so ein Hobby. Ein Bilderbuch für mich selber. Du bezeichnest es auch eher als Bilderbuch, ne? Nicht so wirklich als Comic, oder? Es ist schon ein Comic, ja. Aber es ist auch nicht so weit weg von einem Bilderbuch. Also ich benutze es einfach so. So ein bisschen Mischung aus persönlichem Bilderbuch und Poesiealbum oder sowas in der Art. Oder die Fotoalbum. Ja, ja. Für einen fremden Betrachter sieht es aus wie ein Comic. Also ja, ja, wie ja, eins. Genau, ja. Ja, ja. Aber primär mache ich das schon für mich, ja, weil ich diese Sachen einfach gern zeichnen will. Und seit wie vielen Jahren ist das Hola Teil von deinem Leben, deinem kreativen Sein? Ja, roundabout. Das geht so los ungefähr 2005 im engeren Sinne. Weil du hast ja eine Webseite, wo das jetzt wahrscheinlich präsentiert wird und die heißt ja auch das Hola und die Webseite hast du auch schon lange. www.dasholer.de, genau. Hast du die auch seit 2005 ungefähr? Nee, die ist jetzt ohne Minus in der Mitte, habe ich sie erst seit 2 Jahren, glaube ich. Ach so, mir kommt schon länger hervor. Ich habe irgendwann schon mal das... Vielleicht habe ich auch mal wieder... Vielleicht ist das auch schon länger her, das kann gut sein. Ja. Also ich gehe nicht immer nur linear in der Zeit vorwärts, vielleicht bin ich immer falsch gesprungen. Nee, aber vielleicht habe ich da auch einfach einen leichten Gedächtnisverlust. So was die letzten, ich habe gemerkt, ich bin auch schon wieder 6 Jahre in meiner neuen Wohnung, schon krass. Das, ja, ist immer krass. Das liegt ja nicht daran, dass so viel Zeit vergangen ist, sondern dass schnell Zeit vergangen ist. Ja. Nee, aber ich hatte da lange einfach nur ein paar Scribbles drauf oder Previews. Und jetzt habe ich seit letztem Jahr Sommer habe ich die Seite aufgebaut, so wie sie jetzt eigentlich sein werden soll. Also wirklich als Webcomic und zusammenhängend lesbar. Und hoffe ich jedenfalls. Wenn man weiß, wo man hinklicken muss. Ja. Ja. Und also jetzt ist es im Grunde ein Jahr so, dass ich in ein zusammengefügtes Ganzes neue Seiten einfüge und das auch weiter tun will. Also ist noch nicht fertig. Es ist
Nee, aber es sind jetzt über 30 Seiten und da habe ich mir gedacht, okay, Asterix-Format kannst du mal raustun, ne? Mhm. Ja, also das heißt, die ersten 30 Seiten werden dann quasi so in dem Zusammenhang. Ja, ich bin jetzt Kapitel irgendwo 1, zwischen 30 1, und 40. Ja, ich habe selbst teilweise in Kapiteln gedacht. Mal gucken, ich denke, das geht eher fließend ineinander über dann, wie es aussieht. Mhm. Jetzt, wo ich so langsam an der Grenze von dem bin, was ich mal als Kapitel 1 gedacht habe, merke ich, dass es doch eher relativ fließend läuft. Mhm. Es sind eher Szenenwechsel und ja. Ja. Also bei mir ist es, zieht sich, das ist schon sehr, sehr lange. Die Seite www.medianik.de habe ich vor Ewigkeiten registriert. Und, bevor es Internet gab, gab es die ja, Seite. Ja, da war schon die Seite, war du ganz die Seite oben auf der Liste. Charles Bronson an der die musstest Seite. Du noch analog geben, genau. Und, Papier schreiben noch. Genau, die habe ich dann per Brief dir dann zugeschickt, wenn du die. So wie die Harry Potter, bei Harry Potter gibt es auch genau. Ein Buch, wo man... Ja, das so haben wir angefangen. Ein ja. Weit verbreitetes Vorurteil, Papierstreifen müssen nicht analog sein. Ja. Wenn ich da Löcher zange, dann sind das tatsächlich digitale Papierstreifen. Ah. So. Ja. Denk da mal drüber nach. so, genau. Das ist die Aufgabe für heute. Nein, bei mir ist es so, ich habe viele Fahrzeuge habe ich auch in 3D vorgebaut und die nutze ich als Referenz oder praktisch als Vorlage für den Comic. Was für den nutzt Comic. Du da als Material? Im Endeffekt, ich arbeite im SketchUp. Ich weiß nicht, ob euch das ein so, Begriff also, ist. Das okay. ist also praktisch nicht physisch vorgebaut, nee, sondern nee, auch also digital. Digital. Okay. Ich habe sie mir rausgestanzt. ich habe die mir ein bisschen in 3D vorgebaut. Relativ grob, also jetzt nicht texturiert und so weiter, sondern grob, damit ich, wenn ich dann praktisch eine Verfolgungsjagd habe, damit ich irgendwie nicht mal bei Null anfange, sondern dass ich irgendwie die Fahrzeuge auch arrangieren kann und dann zeichne ich das nach und ich staune teilweise, dass manche Daten halt irgendwie schon 8 Jahre alt sind. Mhm. Weil, aber ich habe es nach wie vor behalten. Also vom Zeichenstil, ja, da hat sich das in den letzten 10 Jahren, würde ich sagen, auch verändert, weil ich jetzt einfach noch viel mehr Praxis in dem Sinne habe. Mhm. Aber das Buch ist jetzt durchskizziert. Ich habe jetzt wieder mit einer anderen, ich habe jetzt am iPad angefangen, mit Procreate zu zeichnen. Da habe ich mich mit Stefan auch über das Programm ausgetauscht. Und da liegt natürlich, die Outline sieht auch ein bisschen anders als ursprünglich im Photoshop oder analog. Das heißt, ich habe ein paar Seiten wieder neu geinkt, sage ich mal. Aber im Endeffekt ist es jetzt so ein Status Quo erreicht, wo ich sage, so, jetzt geht's durch, sonst wird es nie was. Weil du veränderst dich ja immer, das siehst du auch an den, ich sag mal, professionellen Zeichnern, dass die irgendwie das erste Band und das vierte Band, da siehst du die Entwicklung von dem Zeichenstil und das wird einfach so sein. Aber bei mir ist es jetzt so, das ist jetzt ein Status Quo erreicht, wo ich sage, ich kann mit deinen Zeichnungen leben, ja, damit bin ich zufrieden und jetzt geht's los, deswegen... Wirst du denn in 20 Jahren, wenn der Comic längst veröffentlicht ein Klassiker geworden ist, das ganze Ding nochmal neu zeichnen, um zu zeigen, aus jetziger Sicht hätte ich es gern so präsentiert oder zeichnest du es nur einmal und wenn es veröffentlicht ist, wirst du damit berühmt und ich muss sagen, bist ich, faul ich will so in 20 Jahren? Werden. Nee, die Sache ist, ich glaube, das ist keine gute Idee. Also mir ist bei Comics, bei Filmen, bei Musik, mir ist bei vielen Sachen aufgefallen, wenn die Macher versuchen, ihr Werk nochmal perfekter darzustellen, geht's in die Hose. Das kann also, sein, ja. Es muss eine gewisse Form der Naivität oder auch des Fehlers sein. Also ich bin noch mit vielen Leuten aus dem 3D-Bereich befreundet, die keine Ahnung, CGI für die Filme machen und sowas habe ich nicht. Was? So ein Kreis habe ich nicht. Also da muss ich sagen, kam noch vom Studium. Also viele sind so in die Bewegtbildrichtung gegangen. Und ich weiß noch, beim Studium hatten sie so ein bisschen naiv manche Projekte gemacht, aber die waren ganz cool, irgendwelche welche abstrakten Sachen. Und als die dann die Technik so ein bisschen perfektioniert haben und gesagt, oh, ich mache das nochmal, das war perfekter. Das war, da war irgendwie Nebel und was weiß ich. Aber es hat diesen Charme nicht gehabt. Weißt du, du hast so, ha, ja. Aber der ursprüngliche war einfach viel cooler. Und ich glaube, ich würde vielleicht, weiß ich nicht, wenn das gut ankommt, einen Spin-off machen oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, man darf es nicht nochmal machen. Aber du könntest theoretisch dieselbe Geschichte nochmal aus einer anderen Perspektive zeichnen. Angenommen, du hast zwei Hauptcharaktere und einen Nebencharakter, erzählst du dieselbe Geschichte nochmal aus der Sicht des Nebencharakters. Ich habe jetzt das ist erlaubt. Ich habe jetzt zwei, drei Handlungsstränge. Also im Endeffekt sind es eine Hauptprotagonistin
Ja? Und im Endeffekt, die, also sagen wir so, es begegnen sich so mehrere Charaktere. Ja? Gut, dass man jetzt nicht die gut, dass wir keine sieht, ja. Also doch gut für einen Audio-Podcast, gell? Unser Glück. Aber das wäre eine Idee. Also ich muss sagen, hoffentlich kriege ich überhaupt erstmal ein Band hin und dann ist es eine Idee. Und das sowieso. Hast ja 20 Jahre Zeit. Ich hab ja noch Luft. Ja. Ja, aber Steffen überlegt sich jetzt gerade schon, wie er das irgendwie nein, Zuhörer erlebbar macht. Nö. muss auch die, es muss auch Geheimnisse geben. Es muss auch geben. Dinge geben, die hier am Tisch bleiben. Das ist halt... Ja. Was im Podcast passiert... Das bleibt im Podcast. So. Eben, das und wollen wir ihr mal... nur das mit, was ihr halt erleben könntet. Ja. Ich musste früher auch die Live-Shows vom Jürgen von der Lippe auf CD kaufen, weil ich anders nicht Zugang hatte und dann war da auch nur das, was ich höre. Nicht das, was er zeigt, macht oder mit dem Publikum sonst aus. Ja, das war so ein bisschen hart. So ein Gag. So bin ich auch aufgewachsen. So ein visueller Gag geht da natürlich dann immer blöd. Ja. Ebenso Otto Walkes. Cool Schallplatten, aber. Ja. Aber das war gerade ein interessanter Punkt. Gab es sowas überhaupt schon mal, dass ein Zeichner sein eigenes Comic genauso, aber dann halt einfach nochmal modernisiert hat? Das gibt es immer mal wieder, ja. Echt? Also im Moment. Ist so gar nicht bekannt, deswegen. Als ich habe ja früher mal eine Weile im Comicladen gearbeitet und als ich da angefangen hatte zu arbeiten, wurde gerade was veröffentlicht. Als US-Heft kam in Abständen immer ein neues Heft raus von From Hell. Das hat der Alan Moore geschrieben und der Campbell, glaube ich, nee, nicht Campbell. Okay, dass es dann eine Koloration bekommt oder sowas. Und nicht nur, das bekommt nicht nur eine Koloration, er lässt den Comic, wie er ist, aber jedes einzelne Panel bearbeitet er und wenn er sagt, also früher hat er Heft für Heft gezeichnet und in Heft 7 hat er jetzt nicht nochmal geguckt, wie die Kutsche in Heft 2 hinten rechts aussah und deswegen, das korrigiert er jetzt alles dabei. Ah, okay. Es ist nicht eine Koloration, sondern es ist eine Restauration. Ich mache eine Restauration, sowas vom, wie du Horst auch machst. Vom Gezeichneten her. Zum ja, Teil, ja, genau. Mhm. Und der macht das auf diese Weise. Mhm. Und ganz viele Künstler bringen ja auch ihr Werk nochmal raus und jeder macht es so ein bisschen auf seine Weise. Und manche sind da auch so extrem und greifen sehr viel in das Gezeichnete nochmal ein. Und manche, ich weiß nicht, ob das nur Termingründe oder Faulheit sind oder ob sie glauben, ich will nicht so viel verändern, nicht, dass ich die Leser enttäusche oder sowas. Und der Jeff Smith, der Bone-Zeichner, der hat sich auch überlegt, als er das Ding schwarz-weiß fertig hatte und dann gab es einen Verlag, der hat gesagt, hey, in Farbe würden wir es bei uns bringen. Da musste er sich ja erstmal überwinden, bringe ich es in Farbe oder nicht, dann hat er es in Farbe und dazu hat er gedacht, ich es jetzt einkoloriere, es wird nur einmal koloriert und dann ist der Comic so, wie er ist, halt in bunt. Ich fange danach nicht an, nochmal Seiten zu ändern, die ich in schwarz-weiß zeichne und der konnte sich nicht festlegen, also der hat da ewig überlegt, wie er es macht und hat einfach erst nochmal den ganzen Comic nur daraufhin jede Seite abgestimmt, dass ein besserer Lesefluss ist. Also früher, wo es Heftserie war, da gab es Heft, dann Cliffhanger, nächstes Heft. Also nicht so ein extrem Cliffhanger, wie es manche mit Absicht machen, nur wir befinden uns Szenerie A, Szenerie B in Heft 1 und im nächsten Heft wollen die Leser wissen, was passiert bei beiden Szenen ein Stückchen weiter. Und wenn du es aber in einem Stück liest, dann kann man ruhig diese Teilportion von Szene A auch mal zwei Stück hintereinander setzen, damit der Lesefluss besser ist. Plus inhaltliche Fehler rausgenommen, plus zeichnerische Fehler rausgenommen, plus, oh je. Nicht ablenken lassen. Nicht los. Ablenken lassen. Und der hat einfach nur sein 1344-seitiges Werk hinterher nochmal komplett gecheckt, ob man das wirklich so abgeben kann, wie das ist jetzt meine endgültige Schwarz-Weiß-Version, die dann einkoloriert wird. Und das war sozusagen seins, wo er ewig überlegt hat, zeichne ich den Anfang nochmal neu, weil diese Entwicklung, wie dass die Figuren anders aussehen im Laufe der Jahre und im Laufe der Zeit, das sieht man seinem Werk natürlich auch an, wo er 13 Jahre lang dran gezeichnet hat, dass der erste Smiley in den ersten Heften keinen Knick in der Nase hat und ab Heft 6 hat er einen Knick in der Nase. Und leider hat er mich nicht gefragt, weil du musst einfach... Also das ist jemand, der hätte das nicht aus Faulheit sein gelassen, sondern hätte einfach nur überlegt, wie ist es richtig für die Comicwelt, für ihn, für die Leser, für alle. Vielleicht schocke ich ja die Leute, wenn ich die ersten Heften nochmal neu zeichne, dass die den Charme von der nicht geknickten Nase mögen, völlig gegen den Kopf stoße. Und der hat sich entschlossen, er zeichnet das nicht nochmal neu, aber er will am liebsten sein Werk, worauf er stolz ist, worauf alle Leser so glücklich mit sind und so weiter,
das wollte er ja, bevor es koloriert wird, in ein Endstadium bringen, dass es so bleibt, also so aus seiner Sicht perfekt halt machen. Mhm. Und 6 Hefte nochmal neu zeichnen ist nicht unmöglich, aber ich hätte am liebsten, dass er die ersten 6 Hefte nochmal neu zeichnet, weil ab da gibt es keine Entwicklungsänderung mehr in den Figuren, was optisch angeht, die gravierend sind. Mhm. Mhm. Dear Jeff Smith, please redraw the first 6 issues of your Saga Bone. Thank you very much. Dear, ja. Der wird sich den ganzen Podcast auf Deutsch anhören, nur damit er dann diesen Satz in Englisch. Ja, aber. Dann hat er auch was von. Ganz dann hat er auch übergriffige, unverschämte Riesenforderung. Ja. Also, man sagt ja, ich rede so monoton, dass es einschläfernd ist. Der Jeff Smith muss mich nicht verstehen, wenn er deutsche Podcasts hört. Ich bin mir sicher, der hört den auch. Und dann wacht er auf einmal auf, als Worte, die er versteht, zu ihm ans, ja, ans Ohr, ans Gehirn. So monoton ist das geträumt oder ist es passiert? Ja, gell? Und genau. wenn er es einschläfernd hört und er ist aber eingeschlafen, das geht dann ins Unterbewusstsein, dann fängt er morgen an. Das, falls wirklich Leute zuhören, die Jeff Smith mögen. Es gibt den letzten Comic, der von ihm irgendwo unterbrochen wurde, Tücki. Und der hat jetzt vor 2 Tagen getwittert, dass er wieder an Tücki dran ist. Also das ist jetzt einfach nur eine nagelneue Info. Dankeschön. Ja, bitte. Ja. So, aber wie wäre das aus Künstlersicht, wenn jetzt irgendwann kommt ein total offensichtlich verstrahlter Fan zu euch und sagt, lieber Marek, lieber Flug, war ja ganz toll, was ihr damals so gezeichnet habt, aber könnt ihr das nicht nochmal neu zeichnen, weil mir fällt der Knick in der Nase? Eben. Ich muss mir die Antwort überlegen, bitte. Leg los. Nein. Sei froh, dass ich dich am Leben lasse. Also ich weiß es nicht, ob du, es kommt darauf an, wie gravierend, auch wie du mit deiner Entwicklung, glaube ich, zufrieden oder glücklich bist. Also wenn du wirklich siehst, bei Aquablue ist es mir extrem aufgefallen, dass ab einem bestimmten Band, es sieht fast so aus, als ob ein anderer Zeichner dran, also es gibt auch Bände, wo natürlich andere Zeichner dran saßen, das meine ich nicht, aber es ist ja Vatin gewesen, der seinen Stil irgendwie, finde ich, so verändert hat. Oder Sepieri, vergleichst zum ersten Morbus Gravis und zum zweiten, das ist ein wahnsinnig Unterschied. Ja. Und da ist natürlich so die Frage, bist du so zufrieden, sagst, es ist halt so. Es ist einfach so die Entwicklung und wenn ich jetzt in 10 Jahren, dann sieht es wieder anders aus, dann muss ich ja immer wieder die Sachen neu machen. Oder ob du dann sagst, boah, ich kann es nicht mehr sehen, ich muss es ändern. Halt was anderes als in der Musik. In der Musik hast du in den 60er Jahren einen Hit geschrieben, du gehst in den 80ern immer noch auf die Bühne, in den 90ern vielleicht auch noch. Auf der Bühne spielst du ja immer in der Weise, wie du jetzt gerade musizierst und singst, auch von deiner Stimme und sonst was. Und manche freuen sich, dass, was weiß ich, der David Bowie ein Lied früher so ein bisschen psychedelischer gemacht hat, in den 90ern war er rockiger, dass er dieses Lied jetzt mal mit einer bisschen rockigeren Gitarre und mit seinem jetzigen Stimmfarben da nochmal interpretiert. Das macht er aber nicht, weil er nochmal alles von früher neu machen will, sondern weil er beim Konzert immer das Lied nochmal singt in seiner jetzigen Weise. Als Comic muss der nochmal voll fleißig sein, ist anders als bei Musik. Ja, jetzt, oder sogar inhaltliche Änderungen. Jetzt, die Ärzte machen das zum Beispiel, machen das sehr gerne, dass das die einzelnen Titel einfach inhaltlich auf der Bühne komplett jedes Mal anders singen. Irgendwie. Geil. Ja, also, sowas finde ich gut. Ja. Es gibt ja auch diesen legendären Comiczeichner Légère Legende. Der macht das aber noch. Der macht das aber noch aus anderen Gründen. Den sollten wir auch mal einladen, Mann. Warum er 7 oder 8 Redrawn Edition von einem selben Comicstrip hat. Also der macht das wirklich. Ja. Der zeichnet alles immer nochmal und nochmal mit. Der wohnt aber auch am Rande des Universums. Ja, in der Stadt am Rande des Universums. Ja. Und das geht da fließend über. Da geht einiges schief. Also. Wie motiviert er sich dazu? Ich meine, das ist ja jetzt nicht wie... Es gehört zu einem gesamten Projekt. Also wenn du einen Comic erzählst, ist das ja, dass der Leser den auch der Reihe nach liest. So ähnlich wie zeitlinear vorwärts verschreitend man wahrnimmt, kann man den Comic, wenn man von vorne bis hinten liest, auch so wahrnehmen. Wenn mein Comic mal fertig ist, dann gibt es da nicht nur eine lineare Vorgehensweise, wie man vom Anfang zum Ende kommt. Und deswegen brauche ich von oben bis unten ganz viele verschiedene Versionen von demselben Strip. Weil du als Leser, früher als ich mir das ausgedacht habe, da gab es noch kein Internet, aber heutzutage kannst du es ja auch, früher hättest du ja ein Buch gehabt, ich habe früher mir Konstrukte gebaut, wie ich selbst ein Buch herstelle, wo man Seiten nach oben und unten auf- und zuklappen kann, oben und unten Schienen, damit man das anders bewegen kann. Das ist heute alles gar nicht mehr nötig mit Internet. Deswegen muss ich das auch nicht herstellen. Ich habe da früher Metallschienen mir ausgedacht und aufgezeichnet, um einen Comic nicht nur linear vorwärts lesen zu können. Das
Also am liebsten würde ich das in echt noch machen, aber es ist günstiger, wenn man es einfach im Internet macht. Du kannst nicht nur vorherige und nächstes Trip klicken, sondern zum Beispiel auch nach oben und unten die vorigen Entstehungsphasen, das heißt Bleistift, Tusche, Bunt und ist so weiter. So, ist das so im und? Stil von so einem Text-Adventure? Also, so, lieber Leser, entscheidest du dich jetzt für A, die Figur mit dem Knick in der Nase oder für B? Nein. Er muss sich gar nicht bewusst entscheiden, er liest einfach weiter und kommt mal in ich möchte irgendwelche Wörter aus unserer üblichen Sprache verwenden. Ich habe immer so eigene Begriffe, weil es die noch gar nicht gibt. Aber wenn ich die jetzt sage, dann denkt ihr wieder, ich bin bescheuert. Also da kommt auch die Bahn drauf an. Sowas würde doch gar keiner denken. Und, ich hab das Gefühl, wir sind am Anfang etwas ganz Großen. Ja, und Steffen habe ich schon mal eine Zeichnung gezeigt, die so ein bisschen das Ganze anteasert. Aber nee, weil Spaß beiseite, aber im Endeffekt, klar, Internet ist es einfacher, aber darum geht es nicht. Was Gedrucktes ist einfach was Gedrucktes und wenn du da die Möglichkeit noch hast, irgendwie, würde ich vielleicht verfolgen. Ich meine, sowas wie die Pop-Up-Bücher, das ist ja auch so ein Prinzip, dass du mal was ziehst und dann ploppt was auf. Das läuft bis heute. Das ist gerade so im cool. Designbereich, es ist sehr aufwendig, es ist teuer, sowas zu produzieren, aber es ist wahnsinnig gefragt. Ich glaube, Kinderbücher und so weiter sind bis heute da. 80% sind, keine Ahnung, mit diesem Pop-Up. Das ist schon also das, was gut. Ich früher mir aufgezeichnet habe, das ist halt alles auch schon fast 20 bis 30 Jahre her. Das wären dann das Einzelne, angenommen der Comic jetzt DIN A4 groß, sind einzelne DIN A4 Seiten, die in so einer oben und unten Metallschiene drin sind. Und die Schiene kann man nach verschiedenen Anleitungsvorgehensweisen auf- und umklappen. Und dann gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Da war halt das Blöde, dass ich mich entschieden hatte, bei diesem Gestell, es ist gar nicht in echt gebaut, es ist nur auf Papier, dass das Blatt DIN A4 unantastbar bleibt, weil ein Strip, der jetzt nur querformatig ist, nochmal, also DIN A4 Blatt Nummer 3 zu teilen und sowas oder dynamisch zu verändern, das hatte ich mir mechanisch zu schwierig vorgestellt, deswegen habe ich das auf DIN A4 festgemacht. Das heißt, damals war das eine Seite erst einmal so starr ist und das heißt, wenn ich ein Detail aus der Seite ändern will, müsste ich die ganze Seite nochmal darstellen mit der Änderung. Aber heutzutage mit Internet geht ja noch vieles mehr und Zwischenschritte und sonst was, ohne dass ich so viel mechanisch bauen muss. Mal gucken, wie es wird. Ja. Was wir noch gar nicht so geklärt haben bei dem Flugsam Comic Das Hola, um was geht's da im Groben? Kannst du da schon ein bisschen was erzählen? Ja, es ist im Groben ein Reiseabenteuer, würde ich mal sagen. Ja. Also nur per Zug oder kommt da noch viel mehr? Da kommt noch ein bisschen was dazu, aber der Zug ist schon so ein bisschen das, die Klammer, die das Ganze zusammenhält. Ja. Cool. Weil es sind ziemlich viele Personen, einige handle ich mehr als andere, aber es ist jetzt nicht so das ganz klassische ein Protagonist und seine Umweltding. Es ist, also dieser Zug als Klammer ist schon ziemlich nötig, weil ich halt, es sind schon einige Menschen, die einiges machen und verschiedene Ziele haben. Ja, Inspirationen dazu sind vielleicht, oder ähnlich kann man sich vielleicht vorstellen. Ja, es steckt vielleicht ein bisschen drin, der Parzival von Wolfram von Eschenbach. Der ist vielleicht eine Inspiration dazu gewesen, wobei es natürlich eine ganz andere Thematik ist. Also es ist jetzt nichts Religiöses dabei. Oder so ganz krasse Klassiker wie Petronius Satyricon, was auch eher episodenhaft ist und eigentlich auch durch, gut, da wird es eher durch die Charaktere zusammengehalten. Ja. Das kenne ich gar nicht, ja. Ich kenne auch nur die Fellini-Verfilmung. Ach so. Großartig. Ja. Also ich denke, das kommt eigentlich in dem Stückchen, das schon da ist, auch schon ein bisschen raus. Okay. Ja. Das Stückchen, das da ist, sind Bleistiftzeichnungen meistens, oder? Oder immer? Auch, ja. Also manches habe ich auch in Bleistift gelassen. Das kann ich einfach am besten. Ja. Wenn es sich anbietet, mache ich das auch mal gerne. Und ansonsten sind es halt, ist es halt erst Bleistift auf Karton, so auf Schellehammer-Karton, dann Fineliner bzw. Städtler verwende ich da in verschiedenen Strichbreiten. Also mit Feder habe ich es leider nicht so, das habe ich nie so richtig gelernt.
Und die wäre natürlich dynamischer, als jetzt immer den Stift zu wechseln für verschiedene Strichbreiten. Ja. Und ja, dann die Tönung, also von Färben kann ja keine Rede sein oder von Kolorierung. Das Tönen in verschiedene Graustufen, das mache ich dann mit, ja, meistens sind das Marker, also so Pinselstifte. Copic, ja. Mhm. Ja. Also die alten Copic Sketch. Ohne, ja. Ja. Mhm. Die es ja zum Glück immer noch im Einzelhandel gibt. Es gibt ja immer so verschiedene Sammlungen, glaube ich, auch von denen. Ne? Da ja. gibt es dann ja. Graustufensammlungen, in deinem Fall wahrscheinlich dann genau, ja. zur Anwendung gekommen. Natural Grey. Mhm. Ich verwende eigentlich am liebsten die Sketches, die noch diese großen alten Pinselspitzen haben. Mhm. Und ja. Die sind cool zum Benutzen, aber ich finde immer schade, dass die nicht gut zum, wenn dein Werk toll ist, du bist stolz drauf, willst es 30 Jahre aufheben, das verblasst nice. Alles komplett. Ja. Okay. Die sind nicht, wie sagt man, lichtecht. Kurzlebig also, sind die. Die sind ja nur fürs Layout eigentlich ja. nur zack gezeigt. Das finde ich halt immer ja. schade. Also wenn ich sie, das ist mir bewusst, wenn ich vielleicht, dass du in 20 Jahren nochmal ja. eigentlich so einfach ist die Antwort. Ja, ja. Und ihr dachtet, das wäre eine Abschweifung von mir. Voll gut, dann kannst du es nur kolorieren, weil dann ja die Grautöne ausgeblasst sind. Stimmt. Stimmt, ja. Nein, ich, ja, die Graustufen waren vor allem auch eine Entscheidung, weil ja, das Geld ein bisschen gefehlt hat. Jetzt hat mir meine Schwester zum Geburtstag ein riesen Set an farbigen Pinselstiften direkt aus Japan geschenkt. Und das kommt natürlich jetzt ein bisschen spät, also jetzt werde ich nicht mehr umsteigen. Aber vielleicht ist es ganz nett für mal nebenher. Ja. Und kann man oder spielt ihr mit der Idee auch, wenn sowas jetzt passiert, in so einem Fall, du kriegst auf einmal neues Werkzeug oder so, dass man dann einen Stilbruch auch hinnimmt im Comic? Also bei mir ist es halt so, ich hab mehrere Evolutionsrunden gedreht. Ich habe am Papier angefangen, also ich habe wirklich damals, ich habe auch mit einem Rapidographen habe ich angefangen inken, mit einem Fineliner, also wirklich alles Mögliche. Und dann bin ich, dann habe ich mir ein Wacom-Tablet gekauft, das sind jetzt auch schon 20 Jahre her, und da habe ich entdeckt, hey, das kann man eigentlich auch ganz, ich habe mir doch von Faber-Castell diese Polychromos-Stifte, aber auch diese Aquarellstifte mir gekauft, weil ich generell Aquarellfarben mit einem Pinsel war nicht so meins, und mit den Aquarellstiften ist es Wahnsinn, geile, was du kannst so geile Effekte erzielen. Auch so die Mischung zwischen schönen, schraffierten, praktischen, kolorierten Strich und zum Teil mit Wasser drüber, das ist ganz toll, was du da machen kannst. Ich habe Aquarellstifte früher immer pervers zweckentfremdet. Ich habe die nicht verwischt, sondern ich fand einfach die Farben und die Stifte so cool, dass ich die Linien gelassen habe, wie sie waren. Die Mischung fand ich geil, dass du zum Teil die Linien lässt und dann drüber nochmal. Ja. Ja, das war geil. Dann habe ich, wie gesagt, das Digitale entdeckt und habe gemerkt, dass du im Photoshop sehr gut inken kannst, und vor allem, wenn du natürlich auf die analoge Art und Weise einen Fehler machst, ja, du, weiß ich nicht, das kann ja alles passieren, ist es hin. Aber beim Digitalen, es ist schwieriger zu zeichnen, also ich finde, es ist einfacher, auf dem Papier zu zeichnen. Das Papier, das greift irgendwie eher deinen Strich auf vom Stift. Beim Digitalen rutschst du weg, also du hast halt nicht diese Haptik, obwohl die inzwischen sehr gut ist, aber das hast du nicht. Dafür hast du, ja, Apfel Z, ja, du kannst dafür Sachen rückgängig machen, du kannst Ebenen haben, das ist kolorieren, du musst nicht 20 Kopien haben, immer wieder kolorieren in die Tonne, sondern du machst einfach rückgängig oder du machst eine neue Datei auf. Und das war nämlich der Punkt. Ich habe dann den nächsten Schritt, okay, dann mache ich jetzt alles digital. Mhm. Und dann habe ich mir vor 2 Jahren halt das iPad mit Procreate zugelegt. Mhm. Und die haben einen ganz tollen Inking-Stift. Der ist aber anders als der, den ich im Photoshop hatte. Und jetzt den bin ich mir so. Ja, also ja. Ich bringe das aber nächste Mal, vielleicht bringe ich einfach ein paar Sachen mit. Ach so, den Stift zeige ich dir. Und da habe ich zum Teil die Sachen neu gezeichnet. Also ich meine, Gott sei Dank waren es nur die Outlines, und ich habe am Raumschiff auch meine Triebwerke geändert. Dann dachte ich, komm, dann mache ich irgendwie beides, dann mache ich es direkt nochmal neu. Und dann ist man rückwärts geflogen, weil die Triebwerke geändert. Aber jetzt kann auch rückwärts. Wenn du jetzt die Outlines digital machst, ist denn das Linienziehen, wenn man das jetzt mal zeitlich vergleicht, also wenn du was inkst, eine Person, und die ist fertig geinkt, du hast das digital gemacht, hast auf die Uhr geguckt, ist das schneller, als wenn du, also ohne, dass du Fehlerkorrekturen mit den Zurück-Button machst, sondern angenommen, es wird gelingen,
Ist das trotzdem schneller, als wenn du dasselbe mit der Hand machst und es gelingt? Ich würde sagen, inzwischen fast ja. Weil man muss sich irgendwie dran gewöhnen. Aber ich finde, es ist einfacher, auf dem Papier zu zeichnen. Ich weiß nicht, es ist einfacher fürs Handgelenk. Du verkrampfst einfach an so einem Tablett eher, weil du einfach wie auf dem Glas zeichnen. Also du rutschst immer wieder weg. Das heißt, du hast eine ganz andere Spannung in deinem Arm und es ist anstrengender. Ja. Das ist zwar marginal, aber wenn du dann so einen Tag zeichnest, einen zweiten, dritten, vierten, dann merkst du das auch. Und das ist jetzt kein Rumgeheul. Ich meine, das ist jetzt alles Jammern auf hohem Niveau. Aber es ist schon ein Unterschied. Ich finde, der größte Unterschied ist aber das Kolorieren. Also das Inken, das Zeichnen Inken kann ich mir immer noch analog vorstellen. Mhm. Eine Schraffur ist analog immer noch die beste. Also so zu schraffieren und so weiter ist immer noch, eigentlich wäre die beste, glaube ich, Technik, du kolorierst, beziehungsweise du zeichnest auf dem Papier, du inkst sie vielleicht sogar da, vielleicht noch, dann importierst du dir das halt in Photoshop oder in welcher Software du immer, Painter ist auch sehr gut, und dann kolorierst du am Rechner. Also ich glaube, dass das so das Beste wäre, wobei ich mich jetzt schon komplett darauf umgestellt habe und ich arbeite, ich mache mir die Skizzen, wenn ich irgendwie in der Bahn sitze oder so, dann habe ich mein Scribble-Buch dabei. Ich laufe nicht überall mit dem iPad durch die Gegend, dann zeichne ich mal was rein oder so. Und dann zeichne ich das aber dann wieder rein zu Hause am iPad. Mhm. Also das ist so das, was sich jetzt bei mir entwickelt hat. Ich hoffe, die erfinden nichts Neues. Ich will nicht nochmal anfangen. Ich will nicht mehr. Also für mich wäre das gar nicht schlimm, weil ich habe ja bisher noch nicht angefangen, mich mit den Computerprogrammen zu beschäftigen. Mhm. Ich habe das vor und wenn sie da nochmal was Neues erfinden, würde ich da dann einsteigen. Nee, das ist schon gut so. Also ich finde, beim Computerkolorieren liegt es bestimmt daran, wie talentiert jemand ist, der das nutzt. Aber ganz viele kolorieren was am Computer. Und das passiert dann, vielleicht war es beim Kolorieren noch gar nicht berücksichtigt, aber dass es in Druck geht, das heißt auf Papier gedruckt wird. Mhm. Man müsste dann theoretisch nochmal alle Farben abgleichen, dass es auf dem Papier gut aussieht. Das macht nicht jeder. Aber das, also ich finde beim Kolorieren, also ich liebe den Aquarellstil, also die klassischen Comics. Und was ich lange Zeit nicht mochte, wenn du am Rechner etwas koloriert hast, dann hast du gesehen, es ist am Rechner koloriert. Also ja, genau. Es war wirklich der Unterschied. Du hast gesehen, das ist klassisch Aquarell oder was auch immer und das ist digital gezeichnet. Und ich habe lange, lange getüftelt, dass das Kolorierte, was ich am Rechner mache, eigentlich aussieht, als ob das klassisch aquarellmäßig gemacht wäre. Das ist eigentlich mehr Aufwand, aber ich brauche dieses haptisch. Also für mich wirkt es irgendwie so haptischer. Mhm. Und das heißt, ich habe dann auch in meinen Dateien, ich druck die immer wieder, also ich druck die immer wieder aus und schaue. Und ich meine, man muss ja dann auch proofen, bevor man den Comic dann druckt, damit die Farben auch wirklich so kommen. Ich habe dann Ebenen, die sich damit multiplizieren, wo du dann halt irgendwie so eine Papierfaserung und irgendwie so ein bisschen Schmutz noch drin hast. Mhm. Das mache ich halt praktisch alles in so der Post-Production. Textur mit rein bekommst du sowas, ja. Genau. Also, wobei das ja auch so grenzwertig ist, weil eine Textur darf jetzt auch keine Felltextur sein, weil dann gehst du schon wieder in die Fotorichtung und dann verrätst du wieder irgendwie dieses Kolorieren an sich. Ja. Auch Bewegungsunschärfe ist tabu für mich oder Unschärfe. Gaußscher ist für mich tabu. Okay. Es gibt Comics, die damit arbeiten, aber ich finde, wenn man zeichnet, dann zeichnet man. Wenn man fotografiert, dann fotografiert man. Die Unschärfe gehört in die Fotografie. Find ich auch. Und im Endeffekt beim Zeichnen habe ich mir ein, zwei Sachen überlegt, die will ich mal gucken, ob die im Comic so ganz gut kommen, dass du halt den Fokus auf was Bestimmtes setzt. Genau. Das ist die Linienstärke, das ist die Intensität der Farben. Ich finde, da sind die Sachen der Fokussierung. Aber was keine der Grund ist, es hat halt weniger Detaillinien. Ja, und es ist also kein Gaußscher Weiß. Ich finde, das ist schade. Also ich habe ein paar Comics gesehen, die sind geil gezeichnet und dann hauen die ja diese Computereffekte rein. Und es ist dann halt, für mich ist es so ein bisschen Verrat am klassischen Zeichnen. Aber das ist so meine subjektive Meinung. Meine auch. Sehr schön. Sind wir wenigstens zwei. Ja, also im echten Leben, wenn du guckst, und das ist ja Auge statt Fotografie und statt Zeichnung, was weiter hinten ist, das ist nicht nur grauer und weniger detailreich, sondern das ist auch nicht nur unscharf, sondern anders. Und das kann man auch malerisch oder zeichnerisch darstellen, ohne dass du, also manche, die den Hintergrund mit Fotoelementen, wie hast du es genannt, unschärfer machen oder was? Oder in Weichzeichner. Ja, also mit dem Weichzeichner, das sind auch Teile, also ich habe auch Fotos. Das sind trotzdem, wenn du da hinguckst, ist es zwar unscharf und weichzeichnerisch gemacht, aber da sind trotzdem 100.000 Minilinien drin, die, wenn ich jetzt da rüber gucke, ganz weit weg, da sind gar keine 100.000 Minilinien jetzt drin, sondern je weiter weg es ist, desto weniger sind Minilinien drin.
Genau. Dass man das einfach silhouettenartiger dann zeichnet, zum Beispiel. Silhouettenartiger, leichterer Strich, also eine dünnere Outline. Es gibt viele Möglichkeiten. Wie machst du das? Du arbeitest, soweit ich weiß, gar nicht am Computer, ne? Ach so. Oder arbeitest du digital auch? Ja, ich mache die ganz groben Schnitze am Ende raus, wenn da am Ende nur leere Fläche sein soll. Ne? Mhm. Also ich kann das Deckweiß mal so ein bisschen, das Deckweiß macht nach dem Scan so böse Ränder und Schatten, weil das natürlich auch ein bisschen 3D ist. Und die kann man natürlich auf dem Computer wunderbar wegmogeln. Also das mache ich schon, klar. Mhm. Oder wenn meine Vorzeichnung noch zu sehen ist. Mittlerweile sind die Scanner ja auch verdammt gut geworden. Ja, gut für, wenn du mit Bleistift halt arbeitest. Mhm. Schlecht für, wenn man jeden Mist sieht. Richtig, genau. Und wenn man den Mist auch so damals gezeichnet hat, in so in dem Vertrauen darauf, ach ja, der Scanner sieht das ja nicht, ne? 30 Jahre später, alles zerschossen. Ja. Was nutzt du dann zur digitalen Aufbereitung auch Photoshop oder wie machst du es? Was halt so umsonst gibt, ne? Das GIMP. GIMP, ja, okay. Das GIMP ist ja sehr Photoshop-artig, habe ich mir sagen lassen. So, ich kenne es ja auch nicht so in Open Source. Ja, ich kenne ja eigentlich auch nur den Radierer. Ja. Ich kenne ja eigentlich auch nur den Radierer davon. Also von daher. Klon? Ja, Klon im Sinne von der Oberfläche her ähnlich. Aber die haben sich ja parallel entwickelt. Es ist ja nicht, dass der eines vom anderen abgeguckt hat. Oh. Mittlerweile haben sie sich parallel entwickelt. Weg. Das Photoshop ist natürlich ein bisschen älter. Ja. So. Ja. Okay, gut, dann haben wir jetzt das Thema mit dem, ja, mit wie arbeitet ihr? Also haben wir jetzt im Grunde ja damit auch schon abgeschlossen, so mehr oder weniger. Wobei von dir würde ich, oder von euch beiden allgemein würde ich auch gerne noch mal wissen, wie sieht denn das aus? Ihr habt jetzt eine Idee im Kopf, schreibt ihr was auf, schreibt ihr ein Skript oder... Schreiben Sie es auf, ich beschäftige mich später. Klares Ja. Definitiv. Oder arbeitet ihr dann mit Skizzen, die ihr da vorher anfertigt, Panelaufteilung oder Bildaufteilung, grobe Komposition und so weiter und ja, genau. Beschreibt einfach mal, wie sieht euer Arbeitsprozess aus? Also bei mir ist es so, klar, die Geschichte, damals noch analog angefangen, überall. Also nicht Skizzen auch, aber auch überall was hingeschrieben, Notizen, die flogen quer durch die Gegend, 80% habe ich verloren. Dann dachte ich, oh, das ist eine coole Idee, die hatte ich vor 5 Jahren. Also vieles ist so verloren gegangen, deswegen nutze ich jetzt auch das Digitale im Endeffekt, dass ich mir Notizen schreibe. Oder wenn ich halt ein Bild, also eine visuelle Idee habe, dann skizziere ich die mir schnell. Entweder habe ich mein Scribblebuch dabei oder ich scribble mir das ins Telefon schnell. Und der Punkt ist, dass das bei mir eigentlich mehr oder weniger parallel läuft. Auch der Comic war natürlich so eine Prämisse, beziehungsweise es gibt so eine Grundidee dafür. Mhm. Also so, was soll passieren, wie sind die Charaktere? Aber ich habe mir das so szenerisch, ich habe das im Endeffekt nach Szenen aufgebaut. Also, dass ich unbedingt das und das zeichnen wollte und dann bin ich teilweise hingegangen, dachte, was muss passieren, damit ich das und das zeichnen kann? Und so ist auch eigentlich die Geschichte so ein bisschen entstanden, so rumgeflochten. Oh, ich hätte irgendwie Bock, keine Ahnung, eine Verfolgungsjagd zwischen so Motorradgangs zu machen, wie provoziere ich praktisch diesen Konflikt hervor oder keine Ahnung, ich will, dass das Raumschiff da und da andockt, warum soll es dann tun? Und die Geschichte ist dann so 50-50 entscheiden, das und das will ich zeichnen, also führe ich meine Charaktere dahin oder die Charaktere sind da, was soll ich zeichnen? Das ist bei mir 50-50 und im Endeffekt ist es dann auch so gewesen, genau das Szenario und dann das Layout und die Skizzen laufen parallel. Also ich habe teilweise eine Idee für ein Layout von einer Doppelseite. Ich will schon so ein bisschen dynamische Panels irgendwie anordnen und scribble dann, dass es passt, also für ein Hoch- oder Extrem-Querformat. Oder umgekehrt, ich habe irgendwie so ein Bild, das und das will ich zeichnen, gucke ich, wie das ins Layout passt. Also es läuft so teilweise Hand in Hand. Ja, also ich will einfach nur, dass diese Seiten, dass du so blätterst und denkst, oh, die ist auch ganz cool layoutet. Ja, also ich will irgendwie keine langweilige oder nicht, dass sich das Layout der Panel wiederholt, sondern jede Seite soll so ein bisschen eigen. Deswegen sitze ich auch so lange an diesem Mist, weil ich irgendwie allem noch sowas Perfekteres verleihen will. Und 80% der Leser
lesen einfach nur und blättern weiter, ehe sie merken, dass du dann tollen Panel aufbauen kannst. Ja, aber der Punkt ist, du hast es auch gesagt, man macht es für sich. Also ja, ja. Dieses ja. Projekt mache ich für sich. Ich habe genug Sachen für Kunden gemacht oder im Endeffekt als Aufträge. Ich zeichne auch gelegentlich für Leute ja, Porträts ja. oder sonst was. Ich meine, dann sind es so Auftragsarbeiten. Aber das Ding mache ich für mich. Das ist vielleicht halt ein Fehler, weil du so lange dran sitzt dann. Weil ja. irgendwie bist du immer noch nicht so damit zufrieden. Ja. Und natürlich siehst du als Kind jetzt nicht unbedingt den Asterix und denkst dann so, wow, cool, jede Seite ein anderer Panel auf. Ja, ja. ja. Aber ich meine, ich denke mal, so ein bisschen merkst du es dann doch, auch wenn du das Wort Seitenaufbau noch nicht kennst oder Layout noch nicht kennst. Mhm. Du siehst es einfach, dass sich da jemand mit den Kästchen Gedanken gemacht hat, dass das toll aussieht. Und ich meine, natürlich ist es natürlich auch für den Zeichner selber. Ja. Ich meine, der will nicht fünfmal dieselbe Scheiße machen, ist doch klar. Mhm. Aber du nennst es, Marek, dauernd Fehler, dass du dich da drin verlierst, dass du nicht nach Struktur vorgehst, wenn es für dich selbst ist, ist ja eben kein Fehler. In der Kunstwelt, in der Comicwelt ist es ja das, dass die oft die Werke sind, die dann eine Zeit überdauern, die mit Herzblut gemacht wurden, statt die, wo jeden Monat ein neues Spider-Man-Heft kommt, eins ist wie das andere und das nächste ist auch nochmal gut und das übernächste und das vorige brauche ich gar nicht. Und irgendwo gibt sich heimlich jemand mehr Mühe und dann zum Schluss ist es halt doch so, dass der und der Comic auch 20, 100 Jahre später, 200 Jahre später, 400 Jahre später immer noch irgendwo einen Betrachter findet. Das wäre schön. Also ich sage es ein Fehler, weil das natürlich mehr Aufwand bedeutet, als es eigentlich notwendig wäre. Wozu, wenn es für dich selbst ist? Für mich selbst ist es kein Fehler, aber so, es ist praktisch, die Effizienz leidet darunter. Ich weiß, das ist ein ganz mieses Wort. Das kennt man so aus dem Berufsalltag. Es soll die Effizienz sein. Ich meine, im Endeffekt bekommst du halt nur Summe X für ein bestimmtes Projekt und wenn du dann 4 Tage dran sitzt, dann hast du einen Stundenlohn, da kannst du auch, keine Ahnung, irgendwo Burger verkaufen, verdienst das Dreifache als sowas. Aber in dem Fall mache ich es für mich. Also wir haben uns vorhin auch unterhalten und da habe ich auch gemeint, also jetzt ist das Finale. Ich war ja vor 2 Jahren lag ich wegen einer schweren Erkrankung halt im Krankenhaus und jetzt in den 2 Jahren der Auszeit, die ich habe ich mir jetzt vorgenommen, so, du weißt nicht, wie lange du lebst und deswegen ziehst du das jetzt durch und machst das jetzt, weil du weißt halt nicht, was kommt. Und das ist natürlich, das wäre super, wenn der Comic allein wegen der Qualität der Panel bzw. des Layouts, also allein damit irgendwie Anerkennung finden würde, wird mir natürlich schmeicheln. Das wäre super. Das wäre toll. Ja. Nur mal so nebenbei erwähnt. Ja, nee, ich kann es ja ein Stück weit nachvollziehen, weil wenn ich was zeichne oder mache, dann momentan mehr digital und so, dann probiere ich ja auch viel rum und mache und dann habe ich einen Stand, der gefällt mir soweit ganz gut. Und dann probiere ich aber am nächsten Tag irgendwas völlig anderes aus und entdecke eine neue Funktion oder eine neue Möglichkeit. Ja. Ich probiere im Moment sehr viel in Inkscape rum zum Beispiel, was Vektorgrafiken angeht. Mhm. Und entdecke da was Neues und mache und tue. Und dann denke ich, scheiße, jetzt muss das Bild ja schon wieder überarbeiten. Ja. Zum Glück ist es bei mir aber eben Einzelillustrationen dann. Ja, da ist es dann nicht ganz so schlimm. Ich glaube, wir sind jetzt so ein bisschen abgeschwoffen auch. Ja. Ja, also eigentlich ging es ja darum, wenn so eine Idee kommt, wie hält man die fest? Ja, wieder am böse Frickeln hier. Ja, stimmt. Das ist aber das Abschweifen ist halt unser Kern. Ja. Aber es ist sehr gut, dass du zurückkommst, weil es ja, aber genau, diesen ganzen Prozess, wie machst du es? Kommt drauf an. Also manchmal komme ich aus der Dusche, trockne mich flüchtig ab, renne zum Schreibtisch und versuche irgendwas zum Schreiben zu finden. Also im Grunde ähnlich. Ja. Kommen dir die Ideen beim Duschen, ja? Viele. Mhm. Also Duschen ist gut. Duschen ist gut. Für das Umfeld ganz gut. Lange im Bett liegen ist gut, Autofahren ist gut, Laufen ist genial. Also irgendwo durch die Gegend laufen und kein Smartphone dabei haben. Ja, sonst läufst du nämlich gar nicht bewusst durch die Gegend, dann kannst du auch daheim bleiben. Ja. Also Smartphone ist schlecht fürs Kopfkino. Nee, aber das hat super Kopfkino auf dem Display, kannst du gucken. Ja. Und es geht in deinen Kopf. Ja, ja, geil. Nee, ich gucke halt schon, dass ich dann auch irgendwie schnell was zum Schreiben finde und ja, klar. Aber habt ihr immer, wenn ihr was aufschreiben wollt, weil ihr eine gute Idee habt, ist das immer nur eine Idee oder habt ihr auch mal 2, 3 und könnt nur eine aufschreiben, die 2. vergessen? Bei mir kommt es auch vor. Also bei mir teilweise, du kannst gar nicht so schnell zeichnen oder schreiben, wie dir die Ideen entfallen. Ja. Du siehst das. Also 2 Ideen ist schon kniffliger. Aber kommt mal vor, ja.
die dann auch nicht miteinander zu verknüpfen oder zu ver... ja, oder durcheinander zu mischen. Ja, genau. Also wenn ich versuche, was festzuhalten, ich habe 7 Ideen gleichzeitig, dann versuche ich, die Idee zuerst festzuhalten, wo ich glaube, dass ich die zuerst verliere. Aber das ist natürlich falsch gedacht. Wie oft kommt dann das nehme ich die dritte Idee und versuche sieben zuerst Ideen gleichzeitig. Ja, sieben Ideen gleichzeitig. Tapfere Schneiderlein, 7 auf einen Streich. Ne? 7 auf einen Streich. Das ist schon echt viel. Also, aber also, habe ich nicht, zum Glück. Ja, bei sei froh, zum Glück. Weil nee, also bei Kleinigkeiten bestimmt, bei Dialogen oder so, wenn du denkst, der könnte das sagen, der könnte das sagen, der könnte das, das sind ja dann 3, 4, also kleine Ideen. Ich meine, das sind jetzt, ich meine, vielleicht hast du auch 7 große Ideen. Ich sag's nur, teilweise habe ich irgendwie... Ja, der ist auch schon mal die Weltrettungsformel eingefallen, aber... Ach, nein, und du hast sie vergessen. Nein, das ist ja nicht eine Formel. Nicht schreiben dabei. Das ist so eine Fähigkeit, die ich mir für professionelle Schachspieler so vorstelle. So die nächsten 7 Züge in allen Varianten. Nee, es gibt ja, ja, so zum Beispiel. Zum Beispiel. Brutal. Ja. Dafür bin ich viel zu langsam. Aber Gedankenkonstrukte aufzubauen, hilft dir nicht im echten Leben. Dann kannst du auch ein Smartphone nehmen. Also wenn du Gedankenkonstruktionen aufbaust, das hilft dir nicht, heil über die Straße zu kommen oder auf der Arbeit. Es gibt Leute, die sagen, auf der Arbeit bin ich jetzt ein Chef und ich hätte gerne, dass du diese eine Aufgabe erledigst. Dann ist gut, wenn du fokussieren kannst. Aber es kommen Leute nur auf tolle Ideen, wofür sie erstmal verbrannt werden und 700 Jahre später kommt nochmal jemand drauf und greift zurück und klaut die und dann sagt er, hey, ich habe was Neues erfunden. Und dann sagen die, oh, toll, du hast ja was Tolles erfunden. Und derjenige, die kommen meistens auf ganz neue Ideen, indem sie nicht fokussiert das machen, ich will die Flasche greifen, deswegen nehme ich das jetzt als mein Ziel und greife die Flasche, sondern indem du mit mehr Möglichkeiten spielst, kommst du auf neue Ideen. Wenn du fokussierst, grenzt du alle Möglichkeiten aus, indem du nur dein eigenes Ziel verfolgst. Das kann für kurzzeitige Gewinnmaximierung eine Idee sein, aber alle Firmen, die so vorgehen, werden in 100 Jahren nicht mehr existieren. Was bin ich froh, dass die in 100 Jahren alle weg sind. Aber da stimme ich dir zu, da stimme ich dir zu. Bei mir war das halt bei der Arbeit, also im Designbereich, du arbeitest an einem Projekt und hast sofort eine Idee für was anderes. Ja, das heißt, zum wenn, Beispiel, du irgendwo, ja. wenn du irgendwo hängst, dann musst du mit was anderem weitermachen, damit du das wieder lösen kannst. Genau. Also das geht ja. immer nur... Wie oft kommt das vor, dass euch irgendwie im Traum was einfällt, was ihr dann... Schwer zu sagen, wie oft merken wir es uns, das ist so die Sache, gell? Weil teilweise weiß ich, wache ich auf und denke mir, da war, oh, er ist weg. Ja, ja, also es, das ist ähnlich, angenommen du wolltest die Handlung deines Traums aufschreiben, musst du sehr schnell sein, weil während du schreibst, ist schon der nächste Moment weg, du weißt noch einen übernächsten, wenn du versuchst einen übernächsten aufzuschreiben, ist die Brücke auch weg und dann ist das bis zum übernächsten weg und so ähnlich ist mit den Ideen auch. Mhm. Aber ich beneide nicht die Leute, die nur eine Idee nach der anderen haben oder nie eine Idee haben, aber ich glaube, es gibt so Leute. Ja, da bin ich wahrscheinlich näher dran. Also die Träume, ja, das ist weniger geworden. Mhm. Also ich hätte früher vielleicht mal gesagt, so 2-3 Mal im Jahr, ist weniger, viel weniger. Mhm. Ich finde halt, die Träume passen nicht zum Rest von dem, was ich mit Absicht konstruiere für meine Comic-Idee. Also Träume schon gut, aber die bringen mich nicht weiter. Das wäre eine Einzelstory oder eine neue Sache. Ganz oft der Fall, dass ich irgendwie aufwache und denke, ach Mensch, ist das eine geile Idee und dann denke ich nochmal drüber nach, so nee, funktioniert das irgendwie. Ja, aber du kannst ja trotzdem was draus machen. Ja, das sicherlich. Als ich Teenager war, habe ich mal geträumt, dass die Christiane Backer bei uns auf dem Dorffest war und die hat ein Wort gesagt, dann habe ich gedacht, Mensch, da musst du ja nur das Tee wegnehmen, dann hast du das Wort Fashion. Bin ich wach geworden und habe gedacht, Mist, das Wort gibt es ja schon. Was hat die denn gesagt? Das weiß ich nicht mehr. Fetchen, oder? Also, naja, irgendwas, das im Traum. Was ist das? Ist aber geil, dass du den Traum behalten hast. Vor allem, was sagt das über dich aus, dass du von Christiane Backer träumst? Deswegen habe ich ja davor erwähnt, dass du viel MTV geguckt hast, wahrscheinlich. Immer nur um 23 Uhr, wann hat die Sendung angefangen? 23.05 Uhr bis 23.15 Uhr. Ray Cokes habe ich gerne geguckt, der war ganz damals, ja. Tut jetzt überhaupt nichts zu sagen, aber ich muss mal sagen. Ja. Ja. Ja, aber den kann man manchmal heute noch irgendwo vereinzelt sehen, aber die Christiane Backer sehe ich vereinzelt nirgends mehr. Nee, ich glaube, die weiß nicht, was die hat keinen macht. Bock mehr. Also vielleicht hat die ein schönes Leben und denkt, ich muss nicht mehr vor die blöde Kamera. Ich glaube, wir drehen die beiden einfach mal ein bisschen runter. Ich fände es cool, wenn sie... Wir machen einfach mal mit dem Thema Kork. Also wenn sie... Ich würde mir für sie wünschen, dass sie Bäckerin geworden wäre, weil dann wäre sie die Backer und wäre Bäckerin. Das fände ich cool. Hat bestimmt Spaß, wenn sie diesen Podcast abonniert. Die kann ja auch Deutsch, ja klar. Ja, eben. Al Christiansche, wenn du das hier hörst.
Meld dich, schreib mal in die Kommentare, ob du Bäckerin geworden bist. Oder ob du. Der lächerliche Legende, der macht mit dir eine Bäckerei auf. Ja. Seitenaufbau, wie funktioniert das bei dir? Oder weil ich habe so Erinnerungen im Kopf, dass du da relativ am Zusammenpuzzeln bist. Das irgendwie. Hast du geträumt. Ja, vielleicht habe ich es auch geträumt, aber das kann er ja gerade nochmal. Ich träume eigentlich nie mit Seitenaufbau. Nee. Das ist ja geil. Das ist der Podcast. Der Steffen sucht immer einzelne Sätze, nachdem er den Podcast benennt. Ja, das wäre mein Vorschlag. Das ist gut. Könnt ihr noch schon vergessen. Du hörst ja den Podcast nochmal. Ja. Ich träume nie in. Ja. Also ich träume eigentlich immer in Breitleinwand. Und träume nie von Seitenaufbau. Mhm. Ja. Guter Titel, das ist echt gut. Mhm. Ja, nee, erzähl weiter. Also ich träume eigentlich immer in Breitleinwand und würde am liebsten auch die ganze Zeit so nonstop zeichnen. Was jetzt eigentlich dank Internet auch problemlos ginge. Machen ja manche sogar, dass das so nonstop praktisch von oben nach unten scrollt oder. Von oben nach unten? Ja, von oben nach unten, genau. Beziehungsweise, dass die Seite von unten nach oben je nachdem, kommt, wie man's macht, wenn man da runterfällt, ja, mit dem Cursor. Ist ja überhaupt kein Problem mehr. Ja, wobei ein guter Seitenaufbau und die Grenzen von Panels habe ich auch irgendwann erfahren müssen. Es ist gar nicht cool, immer sich in einem Bild zu verlieren, das keine Grenzen hat, sondern es kann auch für die Dynamik des Geschehens durchaus von Vorteil sein, wenn man ein Panel zum Beispiel sehr schmal macht, was einen kurzen Zeitabschnitt oder einen Moment oder sowas suggeriert. Ne? Und da lässt sich ja schon toll mit spielen. Ist auch eine Sache, die ich relativ spät entdeckt habe und die natürlich auch den Unterschied zwischen einem Bilderbuch und einem Comic zum Beispiel ausmacht. Mhm. Ja? Und nicht ausmacht, aber zu dem Unterschied dazugehört. Ne? Da kommen natürlich auch noch die Sprechblasen und anderes. Ja. Aber da habe ich lange, lange mit gekämpft und mittlerweile macht mir das aber auch Spaß. Ja. Die Ideen kommen ja eigentlich weniger so. Also Bildaufbau ist wirklich eine Sache, da setze ich mich bewusst dran. Das kommt nicht von selber, sondern ja. Nee, klar. Was von selber kommt, sind die einzelnen Bilder. Die einzelnen Bilder verlangen eigentlich, je nachdem, was man zeigen will, einen bestimmten Ausschnitt. Und der Ausschnitt ist natürlich dann wieder eine Steilvorlage, wenn ich jetzt mal so fußballtechnisch sprechen darf, für den Bildaufbau, würde ich mal sagen, oder? Kann zumindest. Ja, also man kann mit diesem Format des Bildes, kann man dann einigermaßen kreativ umgehen und das irgendwie in einen Bildaufbau einfügen. Man muss sich dann überlegen, welche Szenen kann ich jetzt eigentlich noch auf diese Seite drauf dazu nehmen, um dieses Bild vernünftig zu flankieren. Oder diesen Bildausschnitt vernünftig zu flankieren. Und ja, so kommt das dann zustande. Das ist schon, ein Puzzle ist eigentlich ein ganz gutes Wort dafür. Ist das manchmal nicht auch zu einengend? Also ist der Bild oder das Seitenformat in dem Sinne? Also das ist jetzt genau das, wovon wir es vorhin ja schon mal hatten, so mit Sprenge die Grenzen und so weiter. Die nach hier, ne? Genau. Ja. Was jetzt eigentlich kein Thema mehr sein müsste. Wie ist das denn? Also du legst ja dein Comic auch im Grunde auf ein gewisses Seitenformat erstmal an, oder? Oder wie macht ihr das beide jetzt? Ich weiß noch ganz am Anfang, als ich mit meinem Kollegen Jean-Louis damals angefangen habe, war das mal A5. Das jetzige Projekt war tatsächlich auch auf A4 angelegt. Das Standardformat. Gut, ich meine, Seitenformat ist ja dann erstmal dasselbe. Also, ja. Aber also wahrscheinlich auch in beiden Fällen Porträt oder Landscape? Nee, Porträt. Sowohl als auch, weil du ja immer die Doppelseite hinterlässt. Also ich arbeite praktisch schon auf den Druck hinaus. Also ich arbeite im A3-Format. Das war jetzt die Frage. Genau, ich arbeite im A3. Also eigentlich klassisch, dass du halt A3 aufgebaut hast und dann halt runter auf A4 komprimiert hast, damit die Striche knackiger sind. Das mache ich nach wie vor auch, was eigentlich digital Quatsch ist, aber ich habe es irgendwie so gelernt und so mache ich es nach wie vor. Ja. Aber das kommt bei mir im Comic relativ häufig vor, auch extrem breite Panel, die über eine Doppelseite gehen. Und das heißt, ich variiere. Also mal ist es irgendwie so ein schönes Layout für ein Hochformat oder für ein Querformat. Mhm. Deswegen, das ist schon Landscape und Porträt sowohl als auch. Mhm. Ja, weil das ist ja,
Genau, aber du musst ja, also ihr müsst ja jetzt in dem Sinne, weil ihr habt ja den Druck irgendwie im Hinterkopf, auf den es dann irgendwann mal rauslaufen soll. Das hängt natürlich dann trotzdem irgendwo ein an einer gewissen Stelle. Ich meine, du, Lecher Legende, machst das jetzt zum Beispiel so, du veröffentlichst ja im Moment prinzipiell, wenn du veröffentlichst, im Internet. Nur. Ja, aber ich habe ja... Aber hast du auch einen Druck im Hinterkopf oder hast du... Ja, also das ist das, was ich ja früher nie verraten habe, weil ich das gar nicht wollte, dass 80% von denen, die es nicht kümmert, überhaupt erfahren. Aber ich habe ja mal ein Buch, also irgendwo sind mal von mir 9 Seiten veröffentlicht worden. Das waren die ersten 9 Seiten von den damaligen Comic. Da kann man es gerne nochmal nachschlagen, nachgucken. Ich habe ja früher die einzelnen Comic-Seiten nicht so angelegt, dass sie nur für eine Doppelseite gut wirken, sondern angenommen, also in der 80er, Anfang 90er Jahre, da hat man noch so ein bisschen klassisch gedacht, die DIN-A4-Album und so ähnlich. Da habe ich ja gedacht, wenn man jetzt, und ab 2002 habe ich ja Webseiten gehabt, das heißt, da habe ich auch schon gedacht, vielleicht kann man das dann auch, wenn man alles auf einem Riesenbogen präsentieren würde, im Internet verkleinert und dann reinzoomen oder halt wieder mit meiner Konstruktion, wenn das Buch so veröffentlicht wäre, wie ich gerne hätte, mit den Metallkonstruktionen oben und unten. Wenn du jetzt nicht nur eine Doppelseite aufhast, die hat eine Komposition, sondern du würdest alle nebeneinander legen, das wäre eine Komposition, das habe ich ja immer berücksichtigt früher. Und wenn du die dann alle 5 Seiten danach die nächste Reihe anfängst, die nächsten 5 Seiten, es gibt dann auch nochmal ein Bild. Das kann man ja teilweise sogar bei meinen Sachen, wer das gedruckte Ding hat, nachschauen, ob das stimmt, was ich hier gerade sage. Und jetzt bei meinen Strips, die ich zu diese Tage online veröffentliche, da liegt es daran, dass man erkennt, ob da ein Flow, also ein kompositorischer Flow von Strip zu Strip ist. Da muss man aber wissen, dass ich die 1-Strip auf DIN A4 gemalt habe. Und dann muss man immer das DIN A4-Blatt nebeneinander legen, weil ich kann ja einen Strip weiter oben auf dem DIN A4-Blatt zeichnen oder weiter unten. Aber wenn ich nur den Strip selbst im Internet zeige und nicht das ganze DIN A4-Blatt, dann sieht ja der Betrachter im Internet nicht, wo der Flow lang geht. Und weil du vorhin auch gefragt hast, hat zum Beispiel eine Entwicklung im Zeichenstil oder ein Umbruch im Stil wegen neuer Zeichnermittel oder ähnliches zu irgendwelchen Wechseln geführt. Ich habe ja beim Inktober gar nicht aufgehört, als der Oktober rum war, sondern immer weitergezeichnet. Warum habe ich aufgehört zu zeichnen? Weil mein Stift alle war. Ich habe ja noch ungefähr, also ich habe ja im Inkwember weiter Strips veröffentlicht und irgendwann kam nichts Neues mehr, weil ich mit Bleistift zwar noch 8, 9 Strips gezeichnet hatte, aber da war halt der Inkstift alle und deswegen sind da immer noch 8, 9 Blätter, die nicht geinkt sind und deswegen habe ich dann auch irgendwann gedacht, da muss ich auch nicht mehr mit Bleistift zeichnen, wenn es nicht weitergeht. Also irgendwo, wenn die Maschine irgendwo ins Stocken kommt, dann kann entweder das Universum mir was sagen oder irgendjemand sollte mir mal sagen, bist du blöd, kauf den neuen Stift, Depp. Aber das Universum hat das zu mir. Ja, ruf mal an und sagt, ja. Und sich einen neuen Stift kaufen soll. Ich habe ja die Bleistiftzeichnung auch noch und die Ideennotizen, die wieder auf DIN A4 festgehalten sind, weil einfach so das billigste Papier ist einfach DIN A4-Blatt. Ich kann ja noch weitermachen, nur inzwischen ist halt der November rum. Stift der nächste, November ist rum. Der nächste November kommt bestimmt. Ja. Dann wirst du wahrscheinlich einen neuen Stift haben. Aber dann werden sich vielleicht die Leute fragen, warum hat er nicht beim Inktober mitgemacht? Dann sage ich als Antwort, weil ich abwarte, bis es der 9. Inkwember ist. Dann kann ich weitermachen. Ja. Und da du in der Stadt am Rande des Universums wohnst, kannst du ja auch in der Zeit praktisch dann dich wieder in andere Richtung. Naja, egal. Genau. Das führt jetzt zu weit. Ja, aber. Ich habe mir das komplett aus dem Kopf geschlagen übrigens. Also drucken? Nee. Muss ich nicht mehr. Gut, doppelt. Ich hatte auch mal so DIN A4 angedacht irgendwann, klar. Ich meine, das Ding ist aber jetzt auch. Also du denkst ja in der Richtung, aber du hast jetzt gesagt, du willst das gar nicht in gedruckter Form veröffentlichen. Muss nicht. Also muss nicht. Nee. Das also heißt, ich ist jetzt erstmal die Online-Veröffentlichung des... Mit dem Format bin ich eigentlich ganz glücklich, soweit erstmal, ja. Ich habe da immer noch den Gedanken des Verbreitens. Da war ja früher, außer wenn du es auf Papier hast, kannst du es keinem mitgeben. Heute würdest du einfach jemanden zurufen, www.deshola.de und schon hast du es eben weitergereicht. Aber es gibt ja Leute, die können sich heute nichts mehr merken. Das heißt, das Zugerufen oder das Zumüllen von auf Twitter mal schnell mal einen Link geschickt, das nimmst du ja alles gar nicht mehr einzeln wahr, weil es ja einfach eine Crowd ist, die irgendwas dir rumwuselt und dann hast du ja das Hola.de doch nicht platziert. Und dann finde ich heute fast wieder zurückzugehen und ein DIN A6 Heftchen einfach jemand in die Hand zu drücken, der so arm ist, dass er nicht mal ein Smartphone hat oder der so arm ist, dass er ein Smartphone hat und es auch noch benutzt, der arme Kerl, Brainwash, dass der auf einmal wieder die Chance hat,
wieder nur ein Comic, nur diesen A6-Heft-Comic zu lesen und vielleicht sogar aufzuheben. Der ist dann, also A6 sage ich jetzt nur, weil es auch irgendwo in eine Tasche passt. Pixie-Heft. Was in so Fall eine geile Idee. Für NSA ist voll schwierig. Man kann ja beides miteinander verknüpfen. Also das heißt, du machst das A6-Heftchen, oder A5-Heftchen oder wie auch immer. Und am Ende, was für ein A-Heft? Das letzte Panel ist ein QR-Code zum Beispiel. Sowas gibt es ja auch schon. Und genau. Da geht es dann weiter. Ja. Und umgekehrt auch. Also das, nachdem es im Internet weitergeht, steht da wieder am Ende, jetzt musst du Heft 3, Seite 7 aufschlagen. Genau. Ja. Oder nicht. Ja, gut, das ist ja jetzt, aber ärgert dich das dann, dass du dann jetzt in diesen Grenzen gedacht hast? Weil jetzt theoretisch könntest du ja sagen, okay, im Moment, ich gehe jetzt aber ja digital her, in der Publikation zumindest. Dass du dich dann an diese Grenzen gehalten hast, weil du könntest ja jetzt theoretisch springen, wie du willst. Du kannst das Porträt machen, die nächste Seite machst du Landscape. Das ist ja völlig egal. Das ist völlig egal, beziehungsweise nee, nicht ganz. Es ist ja eigentlich gar nicht mal so weit voneinander entfernt. Also wenn ich mir das hier angucke, das Tablet, das ist ja immer noch ungefähr DIN A4. Mhm. Ja. Also oder es ist immer noch ein verwandtes Format. Mhm. Von daher, nö. Ich habe es bei einigen Seiten auch gemacht. Da habe ich ein paar DIN A4s nebeneinander gelegt. Einmal, zweimal, dreimal, zwei und einmal vier. Der ist ja gefordert. Wenn der es jetzt auf dem Tablet liest zum Beispiel. Mhm. Gut, auf dem Computer wird es schwieriger, den dann rumzudrehen. Aber auf dem Tablet gesehen wird der Leser gefordert, weil dann könnte er es ja theoretisch auch quer nehmen. In dem Fall kann er es quer nehmen. Er kann aber auch scrollen. Oder scrollen, Also es kommt nur auf sehr wenigen Seiten vor, wo es sich wirklich vom Kontext her anbietet. Mhm. Oder wo es einfach Sinn macht. Ja. Also da habe ich dann zum Beispiel eine Vier-Seiten-Wand praktisch nebeneinander konzipiert oder gezeichnet, wo halt einfach verschiedene Luftblasen praktisch als Panels verteilt sind und das als riesige Luftblasenwolke. Ja. Cool. Und aber das ist eine Ausnahme. Also grundsätzlich habe ich nichts gegen das DIN A4-Format und verwende es eigentlich auch weiter. Hm. Also ist endlich dankbar. Weil wir ja auch alle früher Musik gehört haben, da gab es ja zum Beispiel einen Plattencover. Weil heute die wenigsten Plattencover jetzt noch haben, fange ich von früher an. Also. Und das ist quadratisch und das früher war mehr Lametta. Ja, da war zum Beispiel dann der Kopf von der Madonna drauf. Ja. Wenn du jetzt die Musikkassette kaufst, die ist zwar viel kleiner, viel schlechtere Qualität, aber du hast eine Musikkassette. Von der Madonna, vom selben Album, wo du vielleicht auch die Schallplatte gekauft hast. Kaufst du jetzt eine Musikkassette? Jetzt gerade nicht, weil jetzt. So gut, ich hab mir jetzt zu Weihnachten habe ich auch. Er meint diese. Er meint diese fetten iPods. Ja, ja. Moment, ich wollte gerade die Geschichte erzählen. Ich hab zu Weihnachten auch einen Doppelpack Musikkassetten bekommen. Also Glaubst du, dass ich abschweifen werde? Tue ich gar nicht. Ja. Ich habe auch Musikkassetten. Das ist total witzig. Aber ja, was worauf wolltet ihr hin, genau? Wo wolltest du eigentlich damit hin jetzt? Es gibt ja Leute, die dachten sogar, dass die Madonna hübsch sei und das heißt, die haben vielleicht auch das toll gefunden, dass die auf dem Plattencover abgebildet ist. Und dann ist auf dem Plattencover ihr Kopf bis zum, sagen wir mal, Ansatz von den Schultern. Jetzt kauft ihr davon mal die Musikkassette. Die ist nicht quadratisch, die ist Hochformat, da ist noch die ganze, wie nennt man das, wenn es bis hierhin ist? Tja, die haben dann in dem Sinne mehr Wert. Genau, und die Madonna ist ja eine Frau, die hat ein paar männliche Fans, die finden das vielleicht toll, wenn sogar noch ein bisschen mehr als nur bis zum Schulter drauf. Da kommt der Marek auch wieder zum... Da kommt der Marek wieder. Ich glaube, ich werde in eine bestimmte Ecke geschoben. Moment, hier. Deswegen als der letzte Podcast hieß Kinderfreundlich, wurde ich nicht eingeladen. Das war, Der heißt diesmal auch nicht Kinderfreundlich, weil der heißt ja jetzt schon, was haben wir gesagt? Der heutige. Ich träume nie von seinem Aufbau. Genau. So. Interessant, also die Kontinuität von Zeit stellst du schon in Frage, aber dass Madonna eine real existierende Frau ist, das ist klar. Ne? Ich unterhalte mich ja mit Leuten, die... Er unterhält sich manchmal mit diesen, Madonna. Deswegen. Ach so. Nee, weniger. Da ist er dann aber nicht real. Also. Ach so, ja. Oder die Madonna ist dann nicht real, wenn ich mich mit ihr unterhalte, ja. Ja, die Madonna, ich weiß nicht, die kann ja auch amerikanisch, aber ich glaube, die kann auch italienisch und das wird für mich schwierig. Außer Gelati, Bambino, Pizza, Pasta, Babene. Aber ich glaube, die spricht viel besser. Was ging es dir jetzt eigentlich mit deinem MT-Vergleich? Dass das Wichtigste von dem Fotoshoot in der Mitte ist, zum Beispiel, damit es für quadratische Plattencover festgehalten ist. Mhm. Aber der Rand ist auch interessant. Und wenn man jetzt den Comic so baut, dass die Mitte ein quadratischer Ausschnitt von dem ganzen Panel ist, von der ganzen Seite ist, dann ist das gar nicht schlimm, wenn die Brust von der Madonna auf der Comicseite fehlt, wenn man es quer anschaut. Mhm. Wenn man sie nicht sehen will. Gell? Wenn man sie nicht sehen will. Genau. Also sehen wollen, das Tablet schon, quer drehen, dann ist nur der Kopf drauf. Oder die sehen wollen, müssen dann halt scrollen. Oder Hochkant stellen. Hochkant, ja.
Und da fehlt halt noch der Reader für Comics, wenn es nicht die genormte Panels sind. Das ist sehr schade. Deswegen lese ich immer noch Comics in echt auf Papier. Explizit Ausgabe bitte nur in Querformat lesen. Stimmt. Sowas könnte man bauen. Könnte man programmieren und bauen, wäre geil. Ja. Ja. Porträtmodus ab 18 verfügbar, ja. Wie veröffentlichst du dein Comic? Oder was machst du vor? Was habe ich vor? Also bei Medianik habe ich vor, wenn ich soweit bin, werde ich schon bei Verlagen mal die Klinken putzen. Mhm. Also das. Da freuen sich die Verlage, dass die. Na, die haben ja ganz schön schmutzige Klinken. Ich trink mal notwendig. Ja, deswegen ist eine Win-Win-Situation. Im schlimmsten Fall ist die Klinke sauber, im besten Fall lassen die mich rein. Ja, aber wenn du dieses Sprühmittel nimmst, was so aggressiv ist, nimmst an einer unauffälligen Stelle, ob nicht das Vergoldete abgeht, wenn du da dann Klinken putzt. Das wird dann aber, es macht einen guten Eindruck, wenn die dann sauber ist. Ja, oder du weißt, das ist echt Gold, da trete ich ein. Und ich nehme es dann mit, ja, dann brauche ich den Vertrag gar nicht. Eben, ja. Nee, also das. Komm die nicht mehr rein und raus. Oh Leute. Also, wo waren wir, wo sind wir stehen? Wo du nein, nein, wie kamst du zu deinem Spitznamen, du alter Klinkensammler? Nee, die Sache ist, dass ich schon, wie gesagt, ich mag dieses klassisch gedruckte Comic-Ding. Und deswegen will ich eigentlich schon schauen, dass ich bei dem einen oder anderen Verlag unterkomme. Ich hoffe, das klappt und das werde ich mal gucken. Also ob das, also das ist so das Ziel. Bei den Sachen bis jetzt, die waren, ja, also die hatten ja einen anderen Sinn und Zweck, die Comics, die ich jetzt gemacht habe. Aber flugt du jetzt nichts dagegen, wenn jemand sagt, ich möchte dein Zeug veröffentlichen auf Papier, oder? Also ich meine in Buchform. Oder willst du das gar nicht? Müsste man mal gucken, wie der das machen will, ne? Ja. Oder sie. Ja. Oder sie. Ja. Also, grundsätzlich, okay, interessant, aber ja. Es könnte ja auch sein, dass du sagst, nee, meine Vision ist, mein Produkt erscheint nicht in Buchform. Kann ja sein. So, nee, habe ich das jetzt, hast du nicht. Nee, habe ich jetzt keine grundsätzlichen Probleme. Das ist, als religiös ist es dir nicht verboten. Nein, nein, ja. Nein, um Himmels Willen, ja. Christian Hansche, wenn du einen Comicverlag aufmachst, dann sprichst du mal mit dem Flug, wie er seinen Comic veröffentlicht haben will. Ja. Damit ihr euch da auf dem Format einigt. Ja, also es ist mir jetzt nicht auch nicht so furchtbar wichtig. Nee, naja gut. Also ich bin ja in der Amateurliga, ja. Das ist eine andere Baustelle. Ich bin nicht meiner Liga. Ich bin jenseits von Gut und Böse. Also nicht in der Justice League, aber auch nicht in der Injustice Gang oder wie. Jenseits von Gut und Böse. Okay. Genau, ja. Marek. Ja. Willst du deinen Comic aber auch vorher digital veröffentlichen? Hast du das im Ziel oder? Also definitiv werde ich Zeichnungen, habe ich bis dato auch schon gemacht. Wie gesagt, jetzt habe ich ein bisschen alles aufgeräumt, damit ich nochmal neu starten kann, aber generell ja. Ich weiß nur nicht, ob ich ihn komplett online, also praktisch. Wenn ich, sag mal, das PDF exportiere, ob ich es dann online stelle, also den kompletten Comic. Mhm. Da ich im Endeffekt das Ganze auf 3 Bände mit jeweils einem Cliffhanger aufgebaut habe, wäre es natürlich auch eine nette Sache. Der erste ist irgendwie auch digital. Mhm. Und wenn es dann einen interessiert, wie es geht weiter oder man das auch in der gedruckten Form haben möchte, dann gibt es da immer noch die Möglichkeit, das zu erwerben. Aber das ist nur mal so dahin gesagt, aber das ist eins der cleversten Modelle, die es gibt. Das heißt, der erste komplett, damit die Leute nicht nur 2 Seiten zum Test lesen haben, sondern was erleben dürfen und dann sind sie nämlich gefangen und wollen den Rest haben und dann kaufen sie sich halt das schöne Album. Ja. Genau, deswegen, also das sind schon Überlegungen, es ist jetzt nicht als Digital-Comic angedacht. Ich sitze auch an einem anderen Comic, da heißt Nexus. Da habe ich überlegt, den nur digital zu machen, aber den habe ich jetzt erstmal pausiert, weil ich jetzt schon mit Medianik fertig werden will. Da hätte ich nämlich auch auf das Layout, ich hätte ganz anderes Layout aufgebaut. Ich hätte es nämlich als durchgehende Geschichte gemacht, dass du von oben nach unten scrollst. Als Schriftrolle praktisch. Als Schrift, genau, das ist so klassisch. Tatsächlich, das gibt es ja tatsächlich. Es gibt veröffentlichte. Also das Hochhaus ist ein Beispiel oder Wormwild-Sage ist ein Beispiel. Ja. Wormwild-Sage war jetzt komplett so ausgerichtet, dass es komplett von oben nach unten gescrollt wurde. Fantastisches Layout. Aber weil ich jetzt gerade einen anderen Gedanken hatte, meinst du, ist Wormwild-Sage auch gedruckt? Schriftrolle? Gibt es eben nicht. Habe ich mir auch gekauft und das ist auch schön layoutet. Also es funktioniert
Ja, aber das Hochhaus gibt es als Rolle. Das Hochhaus gibt es in zwei Varianten tatsächlich. Es gibt also gedruckte Variante. Ja. Einmal als Buch und einmal wie nennt man denn sowas? Schriftrolle quasi. Schriftrolle, ja. Wenn man das so will. So. Ja. Das finde ich cool, dass das jemand macht, dass da jemand mal sagt. Also nicht nur das Hochhaus ist so gedruckt worden, sondern auch zwei, drei andere Comics sind auch auf diese Weise. Also würde es sich für Wormholzsaga im Grunde ja auch anbieten. Das wäre geil. Theoretisch. Ja. Aber wie handelst du das? Das ist dann irgendwie... Zwei Hölzer. Naja. Ja, aber das ist... Das Verlesen. Also oben rollst du nach unten auf und oben rollst du wieder zu. Ja, ja, schon, aber okay. Praktisch zwei Spindeln, ne? Du kannst in jeder Hand eine von diesen Spindeln halten und dazwischen kannst du lesen. Aber ist es dann nicht irgendwie, dir fällt es raus und dann hast du so einen Kauf? Also ich meine, wie gesagt, ein Comic liest du auch mal irgendwie in der Bahn oder so. Der kann dir auch aus der Hand fallen. Aber das ist ja das Spannende daran. Das gibt natürlich für den Leser, der damit jetzt nicht geübt ist, wie wir ja alle wahrscheinlich erstmal sind, wenn wir erstmal so ein Ding in die Hand nehmen, ist das so ein Ding. ist das ja. Ich bin nicht beteiligt. Hallo? Steffen, ich bin mit einer Tora-Rolle in der Welt. Ja, genau. Weil da ist ja, das ist ja ein haptisch erstmal ein völlig neues Gefühl. Ja. Also, stelle ich mir schon interessant vor. Aber ist es auch nicht, ist es dann beidseitig bedruckt? Oder was hast du auf der Rückseite? Dann hast du einen Blanko. Die Rückseite ist normalerweise der Umschlag. Mhm. Du kannst sie natürlich auch recyceln, wenn du kein Neumaterial hast und schreiben willst. Oder du bringst mal Unschlagbar als Rolle raus. Es gibt einen Comic, der heißt Unschlagbar. Da ist auf der Rückseite zu sehen, was die Leute auf der Vorderseite hinten verborgen haben. Also, das ist ja geil. Meta Comic. Das ist der Meta-Gag da dran. Das ist nicht schlecht. Das ist eine coole Idee. Ja. Erscheint bei Carlsen, das heißt, es wird auch Leuten angeboten, die nicht in die Tiefen der Comicwelt gehen. Also ich meine, Mainstream-Verlag bringt das raus. Das freut mich, weil ich sowas immer mag und es geht. Wie heißt das Ding noch? Unschlagbar. Unschlagbar. Ja. Gibt es jetzt, dieses Jahr beim Gratis-Comic-Tag gibt es davon eine Ausgabe. Das auf jeden Fall mit. Da auf jeden Fall mal reingucken. Hat man auch als Tipp mit reingenommen in unsere auf. Wie war die Frage? Wie war die Frage? Ja, digital, da war mehr. Wie digital? Wie digital machst du deinen Comic? Ja, du hast gesagt, du machst dann den ersten Band wahrscheinlich. Könntest du dir vorstellen, dass du den ersten Band halt einmal komplett digital darstellst? Als und, PDF hattest du gesagt, ne? Ich habe das jetzt einfach mal so, weil irgendein Format, um das zu exportieren. Ob ich das dann praktisch auch im Endeffekt die Seiten untereinander tacker. Ja, du kommst jetzt ja dahin, dass du gesagt hast, du machst das zweite Projekt und beim zweiten Projekt achtest du gar nicht auf die Vorgabe, die du da irgendwie Da mache ich mir eine andere Vorgabe. Da mache ich mir halt wie bei dieser Wormland-Saga. Ich finde, es ist fantastisch layoutet. Mhm. Da fand ich es auch gut. Also das ist halt konzipiert, dass es halt in der Vertikalen gescrollt wird und das wäre die Idee. Aber das gucke ich einfach mal. Also momentan, ich weiß es noch nicht. Lass es auf mich zukommen. Ich muss erst mal ein paar Seiten fertig haben, dann gucken wir weiter. Scrollen ist ja übrigens das Verb zur Schriftrolle, ne? Mhm. Ja, also das ist genau die Tätigkeit, ne? Dass man die ganze Zeit an diesen Schriftrollen dreht, um weiterzukommen. Ja. Und der Monitor ist schon wieder beschränkt beim Scrollen in echt. Also ich meine, bei dem alten Begriff kannst du ja selbst erweitern oder verkleinern, das gerade Sichtfeld. Stimmt, ja. Das finde ich bei der Rolle gar nicht schlecht. Irgendwann. So weit wie deine Arme sind. Ja. Oder du liest zu zweit. Der eine hält links, der andere rechts. Ja. Oder der andere eine liest. Wenn du einen großen Tisch hast, können dann auch drei Leute gleichzeitig an verschiedenen Stellen lesen. Ja. Das ist beim Blättern blöder. Das ist schon. Entdecke die Möglichkeiten. In gedruckter Form. Da geht noch was. Responsive Design in gedruckter Form. Ja, das gab es vorher schon. Aber bei den Covern, da muss ich sagen, das ist ja. Technisch heißt es responsive, wenn du eine Internetseite aufbaust, damit sie halt auf unterschiedlichen Medien immer noch adäquat dargestellt wird, das ist responsive Design. Und das ist ja schon von den Platten und von der Musik Cover, ist es eigentlich schon in der analogen Form gegeben. Ja. Scrollen ist ja jetzt auch nur wieder, sagen wir mal, eine Richtung. Ne? Das hast du ja dann. Das finde ich schade. Aber so, du hast ja im Internet eigentlich viel mehr Möglichkeiten. Du könntest jetzt zum Beispiel ich weiß nicht, ob es das sogar schon gibt. Ich meine, es gibt sogar. Irgendwie haben wir schon mal mit jemandem drüber gesprochen. Das Mausrad ist halt jetzt so ausgerichtet. Ich glaube, mit Sepp damals schon mal drüber gesprochen oder so. Du kannst ja theoretisch, könntest du jetzt auch hergehen und sagen: Okay, ich habe jetzt mein allererstes Panel meine allererste Seite. Da sind so und so viele Charaktere drauf. Mhm.
und du klickst jetzt aber auf einen der Charaktere und verfolgst dem in der Story. Wäre ja theoretisch auch eine Möglichkeit. Und irgendwann kreuzt dich das immer wieder und dann kannst du dem anderen Charakter folgen oder eben dem weiter oder wie auch immer. Das gibt's ja schon. Ja, ist halt so die Komplexität des Storytellings. Mhm. Also inwieweit du musst ja alle Alternativen im Endeffekt bedenken, das heißt, dass der User zu jederzeit springen kann. Mhm, ja, genau. Ja. Und das ist halt theoretisch. Aber will man, ist die Frage, ob man das so komplex gestalten will. Also ich meine, du willst jemanden abholen, der so ein bisschen in die Geschichte reingeht. Es ist auch die Frage, ob der Horst das noch Comic nennen würde. Das ist auch so die Frage. Ist das noch Comic oder ist das schon so ein Adventure-Game? Also der Horst wird das, glaube ich, nicht mehr Comic im klassischen Sinne. Ja. Ja gut, kommt drauf an. Also solange du dir die Story trotzdem weiterhin in der klassischen Comic-Form, sagen wir mal, Panel und Sprechblase geschildert wird, würde ich schon noch einen Comic nennen. Das ist dann halt ein E-Comic oder ein digitaler Comic in dem Fall. Ja. Aber das kannst du dann auch so gar nicht mehr drucken. Also das müsstest du dann mit Werbeweisen drucken. Naja, oder eben mit meinem Metallgestell. Oder so. Ja. Also das Metallgestell klingt wuchtiger, als es ist. Es hat halt, sind Leisten oben und unten und die wären nur dann wuchtiger, wenn der Seitenumfang größer ist. 2020 im Handel, lächerlicher das Metallgestell-Comic. Aber wenn ich früher Webseiten selbst gebaut habe, nur so mit ein bisschen HTML, da habe ich ja auch, dass man nach unten natürlich mit dem Mausgrad scrollen kann, so viel man will, oder an dem Balken ziehen kann. Mhm. Aber ich habe auch immer... das war dann aber schon wieder ein Porno-Comic, ne? Mit am Balken. Nee, gut, okay, vergiss es. Das weißt du besser als ich. Am Balken ziehen. Da bist du der Profi. Wieso bin ich da der Profi? Moment. Ich denn jetzt gedrängt? Hier? Also wenn man früher eine Website hat, hat man ja so viele Seiten, wie man möchte, die man miteinander verknüpfen. Die kann man jetzt zum Beispiel mit einem Klicksymbol machen, wo ein Pfeil nach links zeigt und auf der anderen Seite mit dem Klicksymbol, wo ein Pfeil nach rechts zeigt. Und da habe ich dann auch immer damit gespielt, dass es so ähnlich wäre, wie wenn man es nach da wischen würde. Damals gab es halt noch kein Wischen. Mhm. Und dann habe ich da halt auch Sachen, die nicht auf der Hauptcomic-Seite sind, wo der Rand aufhört. Also angenommen, du hast einen DIN A3 quer und darauf platzierst du Hochformat eine A4, aber der Zeichner, der holt ja mehr aus, um den Schwung hinzukriegen, was daneben noch gezeichnet ist. Das habe ich dann früher, wenn du links klickst, dann hat sich, sollte es so wirken, alt, natürlich hat sich eine neue Seite geladen, wo dann das, was links davon auf dem Bild zu sehen ist, dargestellt wird. Mhm. Und sowas. Ja. Also wenn eine Maus, es gibt ja auch Spielemäuse, also für Computerspieler, Maus, die haben mehr Klicks und mehr Funktionen, keine Ahnung, wie die funktionieren, aber wenn jetzt hier statt dem Rädchen ein Ball wäre, könntest du natürlich auch nach links und nach rechts hochscrollen. Mhm. Wahrscheinlich gibt es das, ja. Mhm. Und da könnte man auch mit dem Comic noch viel mehr machen. Naja. Ja, mit dem Vertikalscrollen oder mit dem Wischen ist ja jetzt Standardformat für die Comic-Seite Tapas, ne? Ja? Ja, das kann ich gar nicht. Also da funktioniert das tatsächlich bei allen Comics nur noch von oben nach unten. Mhm. Gut. Und es ist natürlich auch sehr telefonfreundlich, dass man das per Vision bedienen kann. Ja. Mhm. Ja. Nur 2002 hat mein Bruder gesagt, du kannst nicht eine endlose Leinwand nach unten auf deine Website bauen, weil die Ladezeiten, bis die Seite geladen ist, waren früher sehr, sehr lange. Deswegen mach immer eins und dann soll der Kunde klicken und dann zum nächsten kommen, damit sich immer nur eins lädt und dann nochmal eins lädt. Ist heute auch nicht mehr so wichtig, dieser Aspekt, weil sich alles schneller lädt. Richtig. Normalerweise in den Ballungszentren, ja. Ja. Also ich habe für das HTML, was ich jetzt für den Comic gebaut habe, ich weiß nicht, vielleicht kann man es mal aufmachen, habe ich eine Zwischenlösung, dass man auf das, also es passt sich schon ganz gut an das Format an, da habe ich auch schon ein bisschen an Telefone gedacht. Mhm. Und wenn man halt drauf poppt, dann kommt die nächste Seite. Wisch, wisch. Hier wird auch schon mehr gewischt als gepoppt, genau. Ja. Das ist jetzt, ich hatte auch angefangen mit Links- und Rechtspfeil, genau wie Lega Legende das eben angedacht hat. Mhm. Aber dann hat Jean-Louis mir gesagt, mittlerweile hast du fast nur noch Telefone von den Leuten, die sich das unterwegs in der S-Bahn angucken und machst dann wenigstens so. Ne? Dann poppe ich da drauf und dann kommt die nächste Seite. Mhm. Und für alles andere, für zurückkommen, hat man ja hier oben den Pfeil, der hier schon den ganzen Platz wegnimmt. Also warum soll ich da auf dem auf der eigentlichen Anzeigefläche noch Platz verschwenden, wenn der Browser mir den Pfeil zurückgibt? Ja. Okay. Mhm. Ja. Genau. No. Okay. Bei euch beiden sieht es ja jetzt so aus, ihr habt euer Comic
jeweils selbst konzipiert, euch ausgedacht, gezeichnet, vorher die Texte geschrieben oder euch ein Skript geschrieben, das dann gezeichnet? Mhm. Also bei mir ist es so, ja, die Geschichte entstand irgendwann, ich habe sie ein bisschen weiter rumgesponnen, aber die Geschichte ist von mir, die Zeichnungen klar auch und die Texte auch. Also ich bin kein geborener Texter, das ist schon schwierig, aber meine Frau ist wahnsinnig, nein, oh Gott, wenn du das hörst, das habe ich nie gesagt. Nein, meine Frau liest wahnsinnig gerne Bücher, also bitte keine Sprache, das ist wirklich Ärger. Meine Frau liest wahnsinnig gerne Bücher und sie hat mir dann beim Texten... Sie hört gerne Podcasts. ich werde ihr dann den abraten, von dem, das war langweilig. Und die hat mir dann im Endeffekt, wir haben dann zusammen gesessen, ein bisschen gekürzt und die Sachen noch mal. Also für 50.000 Euro würde der Steffi alles rausschneiden. Da muss ich jetzt ein paar Klinken putzen. Ja. Also wie gesagt, bei mir ist eigentlich alles aus. Ich arbeite nicht mit einem Texter oder mit einem Illustrator oder Layouter. Das ist alles. Bei dir ja auch. Wie sieht denn das aus? Könntet ihr euch das vorstellen, mit jemandem anders zusammenzuarbeiten als Texter oder Autor? Und wenn ja, was wäre euch dann lieber, was ihr machen würdet? Also was mich angeht, ich habe generell halt natürlich von der Arbeitshistorie bei mir als Designer, ich habe immer mit anderen zusammengearbeitet. Mhm. Also gerade bei mir wäre es zum Beispiel auch der Textbereich oder so, wäre natürlich nicht schlecht, wenn, da könnte ich es mir sehr gut vorstellen. Bei dem Projekt Heldroin, den wir ja beim vorletzten... Stimmt, da war es ja schon so, ja. Genau, beim vorletzten Podcast hatten. Da ist im Endeffekt das Szenario vorgeschrieben, von einem Konzepter. Und dann ist es einfach nur, die Seiten sind dann gegeben, Panel 1 soll das und das vorkommen, der und der Dialog. Und dann habe ich eigentlich nur Anführungszeichen als Zeichner fungiert. Mhm. Text vielleicht ein bisschen noch optimiert, für mich dann im Endeffekt passend, aber immer mit ihm in Absprache. Und es hat fantastisch funktioniert. Also das war echt super. Ja, stimmt, du hast ja auch mitgemacht an dem Projekt und das war sehr gut. Und das könnte ich mir gut vorstellen. Also ich zeichne halt wahnsinnig gerne, deswegen wäre das der Part, den ich ungern abgeben würde, aber der Rest bin ich für alles offen. Wie sieht das bei dir aus? Ob ich mit jemandem zusammenarbeiten würde. Ich komme eigentlich ich bin überhaupt erst zum Comiczeichner, also Amateur-Comiczeichner geworden in der Zusammenarbeit mit jemandem. Mhm. Also das war in der Schülerzeitung damals, in der Redaktion von der Schülerzeitung, habe ich zum ersten Mal gesehen, wie zwei Jungs, also die hatten so Plastikbretter für technisch Zeichnen, hatten die auf ihren Knien und hockten da in irgendeiner Ecke und haben dann erst mit Bleistift vorgezeichnet, dann mit Fineliner drüber, so mit diesen Fetten, die es damals gab, diese sechseckigen. Und dann wurde halt der Bleistift weggradiert und ich war total fasziniert und fand das super. Und ich bin dann mit einem von den beiden, bin ich überhaupt erst zum Comic gekommen. Mhm. Also ich habe am Anfang eigentlich nur ihm ein bisschen beim Geschichtenschreiben helfen wollen. Oder er hat mich halt mal gefragt bei irgendeiner Gelegenheit später. Mhm. Und dann haben wir an dieser Geschichte gebastelt und irgendwann, während wir da so vor uns hingearbeitet haben, habe ich halt gemerkt, ich kann eine Kaffeemaschine aus dem Kopf zeichnen. Okay. Ich konnte überhaupt keine Figuren. Ich konnte überhaupt keine Leute zeichnen oder irgendwas. Das hat alles er gemacht. Er hat eigentlich am Anfang dieses ganze Zeichnen selber gemacht. Und ich habe dann gemerkt, okay, ich weiß, wie eine Kaffeemaschine aussieht und ich kann einfach eine aus dem Kopf zeichnen. Mhm. Und so fing das dann so Schritt für Schritt an, dass ich in dieses Projekt reingezogen wurde. Also das war am Anfang gar keine Sache, die ich selbstständig machen konnte. Mhm. Und es hat mich auch, nachdem derjenige, wie so viele damals, nach Berlin gezogen ist, hat mich das sehr viele Jahre gekostet, bis ich dann irgendwann gesagt habe, okay, ich kann und ich mache das jetzt alleine. Mhm. Dann bist du aber schon längst im Print veröffentlicht oder Teile. Die Kaffeemaschine? Die Kaffeemaschine, ist die damals überhaupt erschienen? Nein. Nee. Nein. Die liegt immer noch irgendwo in der Schublade. In einer finsteren Schublade, in einer Tresor. Finsteren, lichtechten Schublade. Tresor. Ja. Tatsächlich. Irgendwann dann mal. Und die Mini-Geschichte, die Kaffeemaschine. Das Hola.de und die Kaffeemaschine.de. Das hieß damals noch 2000 Batch Odyssey im Taunus. Beziehungsweise, nee, die Kaffeemaschine ist sogar in der Story, der einzigen, die wir jemals zu zweit beendet haben, Dr. Karl Löwe, Direktor der BASF. Ah ja.
Vollkommener Slapstick, großartig, hat sehr viel Spaß gemacht. Cool. Da kommt die so im zweiten oder dritten Panel vor und dann, ja. Unvergessen. Die Kaffeemaschine, ich weiß gar nicht, ob ich sie jetzt noch hinkriegen würde. Ich muss mir das mal wieder angucken. Ja, und heute? Heute würdest du auch sagen, könntest du im Team arbeiten oder? Mit Jean-Louis jederzeit. Mhm. Wie gesagt, immer noch Berlin, Frankfurt. Mhm. Großes Problem. Obwohl mittlerweile mit digitaler Technik wäre es eigentlich kein Problem mehr, aber ja, keine Ahnung, also es würde bestimmt mit jemandem funktionieren. Mhm. Also wir haben teilweise sogar in denselben Panels drin rumgezeichnet. Mhm. Es gibt ja auch Aufteilung, dass nicht einer nur der Autor und der andere nur der genau. Zeichner ist. Ja, ja, genau. Gibt ja alles Mögliche. Ja. Also das hat in diesem Fall wirklich wunderbar funktioniert. Und in anderen Fällen keine Ahnung, ob ich das könnte. Mhm. Ja gut, das ist immer so ein bisschen auch probieren, ne? Ob man mit demjenigen dann... Ja, ich denke, in diesem Fall war wahrscheinlich das der Vorteil, dass die gemeinsame Chemie aus der gemeinsamen Ursuppe kam. Ja. Mhm. Also wir sind ja sozusagen zusammen aufgewachsen, ein Stück weit. Mhm. Und insofern war das schon wie Arsch und Eimer. Ja. Wer war der Arsch? Ja, abwechselnd. Das war ja das Großartige. Ja, das ist aber auch in dem Fall dann schwierig zu entscheiden, was du dann lieber sein willst. Es war jetzt nicht ganz so einseitig wie bei Uderzo und Goscinny. Ja. Das war wirklich perfekte Rollenteilung. Also ja, und jeder konnte beides sein. Die Original im Umschlag an Verlag geschickt, das geht heute per E-Mail, per sonst was. Mhm. Also wenn jetzt örtliche Trennung ist, Berlin, Frankfurt. Wäre mit einem Tablet zum Beispiel überhaupt kein Problem mehr. Ja. Kann man denn heutzutage sowas, man kann auch Konferenzen schalten, kann man auch live zeichnen, dass zwei Leute an unterschiedlichen Orten am selben Bild gleichzeitig zeichnen? Hängt von der Software ab, aber definitiv generell denke ich auch. Also ich habe, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, das wäre ja aber geil, oder? Also ansonsten solltet ihr jetzt ganz schnell ruhig sein, weil dann sollte man da. Naja, wenn es das noch nicht gibt, gibt es kein wirtschaftliches Interesse dran. Das heißt, dann wird mir auch keiner die Idee jetzt klauen. Also ich denke schon, dass man kann sich arbeiten, glaube ich, schon hin und her schicken oder gemeinsam dran arbeiten, müsste aber eigentlich auch gehen. Ich weiß nicht, ob das über irgendwelche Layer läuft, die dann autorisiert werden gegenseitig oder so ein Kram. Aber also, da gibt es bestimmt Möglichkeiten. Manche haben ja sogar das schwere Leben, das auf der Arbeit, das nach außen sich zeigt, die Firma, dass die modernste Firma der Welt ist, aber intern, wenn du was arbeiten musst, kannst du ja. Manchmal haben die ja noch Excel-Tabellen und ähnliches, wo immer nur einer drauf zugreifen kann und bearbeiten kann und nach dem Abspeichern und Schließen erst der andere wieder drauf zugreifen und bearbeiten kann. Also ich habe neulich über zwei Ecken jemanden aus China getroffen, der arbeitet an einer VR-Brillenanwendung, wo der praktisch der Meister in, sagen wir mal, Tianjin, kann dem Lehrling in Peking praktisch über die Brille zeigen, wie er da arbeiten kann. Na, das ist ja geil. Ja, also ich denke mal, das ist überhaupt kein Thema mehr, wenn man das nur machen würde. Ja, das muss halt irgendjemand vorher ideal programmieren und dann machen, ja. Ja. Ja, ich bin aber kein Programmierer. Noch nicht. Aber Fragensteller, hast du noch Fragen? Er hat ja schon seinen... Ist das der Marek, ist das nächste Projekt, was du schon mit Namen benannt hast? Bist du dir erstens da bewusst, dass es schon mal eine Comicserie gab, die auch so hieß, Nexus? Und nee, bin ich mir nicht... Weißt du, ist das gedacht, dass das ein Projekt nach Medianik ist? Oder? Ja. Okay. Also das ist schon so als es hat sich so als ein Spin-off entwickelt. Ah, es gehört ins Universum von... Ja. Cool. Es war anders gedacht, aber auch im Dialog mit einem anderen befreundeten Comiczeichner und irgendwie, dann habe ich auch noch ein bisschen rumgesponnen. Wie gesagt, wenn ich bei einem Projekt so ein bisschen durchhänge, dann muss ich irgendwie an was anderes denken, eben, damit das da weiterläuft. Und da habe ich mir das so ein bisschen als Spin-off zusammengestellt. Nexus heißt es, weil es im Endeffekt um ein
ein Sternenimperium geht so ähnlich wie so Amazonen. Also im Endeffekt ist es ein Matriarchat und der Nexus, das ist ein Nexusorden, das heißt, es ist ein Zusammenschluss, das ist ja so verbunden, Nexus mit Doppel-X wegen Frauenchromosom. Deswegen so der Name. Deswegen nicht Neus mit Y. Deswegen das, oder ja, genau. Und, aber vielleicht gibt es auch keinen Comic-Titel, der Neus heißt. Ja, aber das wird mir nicht passen. Ich wusste ich nicht. Nexus also, ist cool. Ich meine, Doppel-Y ist nicht so verbreitet. Also, stimmt, ja. Der Punkt ist, dass halt Nexus halt jetzt kein seltener Name ist. Ja. Das ist halt irgendwie schon so häufig in Filmen. Also ist jetzt kein seltener Name, weil sie ist es jetzt auch so ein. Also der schon so bestehende Comic-Titel Nexus schreibt sich mit einem X einfach nur ganz billig. Dann wäre das ja eigentlich gar kein Problem. Kein Problem. Sage ich jetzt einfach mal. Nee, und da geht es einfach um so ein Sternenimperium, so ein bisschen wie die Amazonen und Nexus, weil das ein Zusammenschluss von verschiedenen Orden sind und so weiter und so fort. Und das wie viele Alben wird das haben? Das ist jetzt erstmal so grob die Idee. Ich weiß nicht, ich bin so ein großer Freund von Trilogien, deswegen wäre das natürlich auch schön, wenn das auch eine Trilogie wäre, aber da habe ich jetzt keinen so festen Plot, da habe ich so eine ganz grobe Geschichte, ganz grobe Idee, in welche die Geschichte gehen kann, aber das ist jetzt noch nicht so wie Medianik ist eigentlich wirklich schon komplett durchkonzipiert. Zweiter, dritter Band, da sind noch keine Dialoge, aber eigentlich sind schon die Szenen auch schon gesetzt. Aber Nexus noch gar nicht. Aber da spinne ich schon so ein bisschen rum halt. So sollte es halt ein Webcomic sein, den ich einfach mal so nebenbei mache, aber das denke ich mir, wäre schon nicht schlecht. Bei ihm ist jetzt ja der Comic, also was Medianik angeht, schon völlig durchdacht. Also ich meine, die Comic-Geschichte schon bis zum Schluss ausgedacht. Ja. Wie sieht das beim Flug mit dem Comic des Hola aus? Es ist bewusst eine Reiseabenteuer, weil das einfach, und es ist bewusst dieser Zug, weil beides im Grunde ein Vehikel ist, was als Klammer für jeden Scheißdreck taugt. Ja? Also wenn mir was gefällt, dann kommt das da rein. Irgendwie kriege ich das hin. Auch dein nächster Traum. Der Spin-off wird der Lokführer sein. Der Lokführer mit der Kaffeemaschine. Der Lokführer. Nein, keine Spin-offs. Es ist ja auch nicht nötig, weil ich muss ja nicht, ich muss das ja nicht trennen. Ja. Aber es ist schon blöd, also du wirst schon die Szene zeigen, wie der Lokführer aus Versehen die Kaffeebohnen in den Ofen schüttet und die Kohle in die Kaffeemaschine tut, oder? Oder verheimlichst du das den Leuten, dass dieses Vertauschen passiert? Im Falle eines Samovars ist das bestimmt schon passiert und war wahrscheinlich ganz okay. Ja, der Duft also. Das geht dann, also das kann ja gar nichts schaden, einfach mal immer ein paar Kaffeebohnen mit reinzuschmeißen. Ja. So allein fürs Aroma. Es ist bewusst ziemlich offen gelassen, weil ich es halt, wie gesagt, für mich selber im Grunde als Fotoalbum verwende. Ja? Ja. Also eine Art Fotoalbum oder Bilderbuch. Ja? Es ist, wenn mir was einfällt, dann kann ich es da reinpacken. Bei dir ist eher der Weg das Ziel, quasi. Jo. So. Ja. Naja, wenn das kommt halt darauf an, wie man den Comic sich denkt und plant oder wie er einen im Alltag begleitet. Ja. Bei dir begleitet, also bei dir ist es eine Wechselbeziehung zwischen Leben und Comic. Mhm. Und wenn du im nächsten Kapitel deines Lebens bist, dann bist du irgendwo auch im nächsten Kapitel deines Comics. Und wenn du jetzt ein Auftragszeichner bist, dann hast du ja wiederum die Deadline und dann ist einfach fertig, Schluss. Ganz so offen ist es mittlerweile nicht mehr. Das war es am Anfang. Ich weiß schon ungefähr mittlerweile, wo ich hin will. Ja. Also es gibt schon so einen Handlungsstrang, der das Ganze zusammenklammern soll, aber der lässt im Detail noch sehr, sehr viel Raum für Ideen. Da muss ich noch sehr viel rumschrauben. Es ist also im Grunde wie ein potenzielles Ende wäre quasi da. Ja. Sonnenuntergang. Ja, genau. So ein Cowboy. Nein, selbst das kann man eigentlich offen lassen, wie zum Beispiel Fellinis mit dem Satirikon von Petronius großartig macht, der das einfach als Fragment offen lässt. Mhm. Ja. Fühlt sich auch in diesem Fall absolut stimmig an, weil das eine Episodengeschichte ist, die einfach mitten im Satz des Off-Erzählers wirklich aufhört. Ja, das ist großartig. Ich hab keinen Bock mehr. So. Nee, es ist. Dieser Podcast wird auch so enden. Ja. Sticker ziehen, genau. also es ist ungefähr, weiß ich schon, wo es hingehen soll, aber es ist im Grunde ein bisschen wie Spielen mit einer Puppenstube. Mhm. Ja? Also man hat diesen Rahmen, aber man kann da drin jede Menge Spaß haben und Sachen neu hinfriemeln und Wie viele Waggons hat der Zug? Das ist eine verdammt gute Frage. Das sollten so, damit sich das in der Welt, in der das Spiel rechnet, sollten das schon so 10, 12 sein. Ne? Ja.
Spielt das auf irgendeinem Kontinent oder ist das nicht festgelegt? Es ist schon ziemlich hiesig. Also ja. Es ist ein, ich sag mal, es ist ein Eurasien, in dem die Entfernungen nicht unbedingt 1:1 wiedergegeben werden oder auch, ja. Aber so ungefähr fühlt sich das schon nach hiesig an. Ja. Willst du mal eine ewig lange Zugreise machen? Ja. Oder hast du schon mal gemacht? Ja, beides. Ja, habe ich schon mal gemacht, nach Narvik hoch. Narvik, Norwegen. Also ich habe als eine lange Zugreise gemacht, aber das war als Kind lange. Ich fand, das ist nicht länger als nach Köln. Eine Stunde. Nee, also wir haben im Nacht. Mutti hat das Pausenbrot angepackt. Oh mein Gott, das ist so endlos. Ja. Also ich bin schon mal im Schlafwagen gereist. Das fand ich geil. Aber wenn du jetzt Eurasien sagst, man kann ja wirklich lange mit dem Zug unterwegs sein. Und das finde ich schon eine geile Abenteueridee, um es mal in echt zu erleben. Also man könnte eigentlich wer weiß, so ob irgendwann Orient Express oder sowas, ja. Ich glaube, Eisenbahn, so. wenn ich diesem Schweizer, Österreicher Block, es interessiert mich tatsächlich auch im realen Leben, folgen kann, dann ist die längste durchgehende Zugverbindung im Moment ein einziger Waggon, der an verschiedene Züge angehängt von Wien bis Pyongyang durchreist. Mhm. Das ist schon echt gewaltig. Ich glaube, das sind 8.000, 9.000 Kilometer oder mehr. Krass. Das ist richtig krass. Also sowas muss man dann sicher auch fürs Leben planen, ehe die ganzen Schienen wieder abgebaut werden. Also ich weiß ja nicht, wie lange dann die noch befahren werden oder zuwachsen. Im Moment wachsen die. Ja. Es kommen tatsächlich, also man wird ich glaube jetzt schon kann man auch auf anderen Wegen als mit der klassischen Transit nach Osten fahren. Also die Chinesen sind da kräftig am Bauen. Das finde ich cool. Ich fände es schade, wenn es zurückgebaut würde und dann die Leute natürlich als einziges du weißt über ja, es Land. Wird es wird eine große Eiszeit kommen und da wird sich dann ein Zug um die ganze Erde bewegen im Dauerzustand. Ne? Du meinst auch über Wasser untertrennende. Ach so. Nein, ich hatte jetzt den Schneekreuzer. Also es gibt ja einen Comic, der Schneekreuzer, der ist auch für. Achso, den meinst du. Achso, ja. Ich habe jetzt Polar Express gesagt, meint aber den Schneekreuzer. Achso. Ja. Also ich finde das schon. Ja. Cool. Also da passiert jetzt wieder einiges. Wir kriegen ja hier sogar in Frankfurt wieder Gleise dazu. Ja, aber die sind ja schon von irgendeiner deutschen Politik ganz Europa schon vor 20, 30 Jahren versprochen worden und die wurden halt immer, weil es Geld kostet, verschoben worden. Mach mal später und jetzt ist es soweit. Ja. Aber das finde ich ja auch, dass es verschoben wurde, habe ich immer gedacht, die drücken sich, bis es abgesagt wird drum. Naja, ich wohne ja an der Strecke, wo die Schienen, also hier, wo wir hier sind, da sind ja die Schienen hier 50 Meter weg. 200 Meter weg. Die Weserbahn. Ne? Genau. Ja. Und ich habe gedacht, dieses Aufschieben, also als ich Kind war, hieß es schon, hier kommen irgendwann mal noch zwei Gleise hin. Und dann richtig, die kommen jetzt auch. Ja. Die kommen jetzt hier direkt auch. Und es wurde auch immer noch mal verschoben. Und die Leute, die hier den Platz frei halten, damit noch zwei Schienen hinkommen, irgendwann wird das aufgegeben. Dann wurde halt doch noch mal ein Haus hingebaut und eine Brücke, die nicht breit genug ist, dass vier Schienen hinbauen. Mhm. Und jetzt, wo sie es dann doch verwirklichen, muss man moderne Lösungen finden, um es allen recht zu machen. Also es wird nicht jedes Haus abgerissen und es wird nicht jede Brücke neu gebaut, sondern da wird halt moderne Lösungen für gefunden, indem es die Spur so ein bisschen Sie müssen es jetzt umsetzen, ne? Der Diesel wird teurer und die Ölquellen fliegen ihnen so langsam oder die Kolonien fliegen ihnen langsam so politisch um die Ohren. Mhm. Ja. Also ich weiß ja nicht, Energie gesund, was umweltfreundlicher ist, aber ich glaube im Moment dran, dass wenn man das gescheit macht, dass die Bahn umweltfreundlicher sein kann als Autos. Sie ist auf jeden Fall effizienter. Ja, das finde ich halt auch den Gedanken, dass man nicht jeder ein Mensch in ein Auto steigen muss und einmal wohin brettert und die ganze Straße ist voll, weil jeder ein Mensch in einem Auto sitzt und diese Straße mit vier leeren Plätzen und eigener Klimaanlage. Genau, und 900 PS oder was weiß ich, also 50 PS, 100 PS pro, um eine Person zu bewegen. Da finde ich, dass Personenverkehr, aber natürlich bestimmt auch im Güterverkehr, ist es effizienter, was das Transportieren angeht. Ja, das bleibt spannend. Da müssen wir dann mal gucken, wie sich das weiterentwickelt alles. Wir können es ja als Comic darstellen. Ja, das können wir machen, theoretisch. Ja. Ja. Das ist übrigens auch in dieser Geschichte leicht vorgegriffen. Also es ist, ich würde es jetzt nicht als Science Fiction im engeren Sinne, na doch, es ist Science Fiction. Dann schon. Also es ist jetzt technisch Deep eigentlich Park. Nicht besonders in die Zukunft gegriffen, aber so organisatorisch vielleicht schon, Ja, aber wenn Leute immer in die Zukunft denken, sie
stricken sich was zusammen, um die Zukunft so anders zu machen, als es jetzt ist. Hm. Das haben die Leute schon vor 100 Jahren gemacht, vor 20 Jahren schon gemacht, haben sie irgendwas sich ausgedacht. Natürlich nimmt man irgendein Element und sagt, fliegende Autos, jetzt habe ich's. aber der Rest, wo entwickelt sich denn die Menschheit weiter? Also weder im Tragen von Klamotten, noch im Denken, noch im Handeln, bleibt der Mensch eigentlich ziemlich starr, ziemlich gleich. Nur in riesigen Zeitunterschieden passiert was, aber nicht in 50 Jahren oder in 100 Jahren. Da kommen wir jetzt in den dialektischen Materialismus. Das kann verdammt schnell gehen irgendwann. Das ist so ein bisschen wie bei den Kontinentalplatten. Ja, genau. Das passiert sehr lange passiert nichts, außer dass die Spannung steigt und dann kracht. Ne? Genau. Und dann geht es sehr schnell. Das kann, also bei Klamotten schon hast du, wenn du neues Material hast, schon hast du neue Möglichkeiten oder was? Klar, wir hören jetzt seit 40 Jahren dasselbe Gedudel im Radio. Ja? Ja. Aber ich kann mich erinnern, dass das sich relativ schnell verändert hat, eine Weile lang. Ja? Wann meinst du, zwischen Klassik und Pop oder jetzt diese letzten Jahrzehnte? Nee, so um 80 rum hat sich mal ein bisschen was getan. Seitdem eigentlich, ja. Also ganz früher konnte man Musik nicht auf Tonträger bannen. Da haben die Leute gesungen und dann, wenn es fertig gesungen war, war es fertig. Dann muss man nochmal singen, wenn man nochmal das Lied hören möchte. Dann gab es Tonträger. Es gab früher Klassik, da haben die Leute längerfristig, also ich meine, das Stück Musik länger gemacht. Und Pop ist das, was ich als 5-Minuten-Portion einen Song aber sehe. Aber maximal, ja. Maximal. Nach Queen darf ein bisschen länger sein, nach Radio, ja. Angst, Postern. Das Single-Format, ja. Und früher war ja der Amadeus ein Popstar, also der war ja cool unter den Leuten, die... Populär. Das ist definitiv Populärmusik, ja. Das ist jetzt nichts, was super schwierig zu hören ist. Ja. Ja. Mit dieser geschickten kleinen Ausschweifung. Was, wenn noch ein neuer Stift erfunden wird für Comics? Noch eine Frage. Ja. Von wegen Science Fiction. Bevor ich mich jetzt in dieser Schublade, bevor ich das Projekt jetzt in dieser Schublade versenke, darf ein Science Fiction eigentlich Elemente aus der Vergangenheit verwenden? Ja, warum nicht? Also ist das dann noch, Science Fiction hat eigentlich mit Vorwärts und Rückwärts nichts zu tun, ne? Das ist rein... Das ist einfach Fiktion von der Wissenschaft. Also alles, was im Endeffekt theoretisch möglich wäre. Hat eigentlich theoretisch nichts mit Zukunft unbedingt zu tun. Ne, Science-Fiction kann auch jetzt sein. Nur halt, wenn du etwas real machst, was eigentlich noch nicht real ist oder was wissenschaftlich theoretisch möglich ist, ist es die Wäre es auch noch Science-Fiction? Entschuldigung. Das Beispiel wäre da jetzt zum Beispiel die Zeitmaschine. Ja. Ne? Ah, okay. Weil gibt's nicht. Ja. Ist so jetzt nicht möglich, aber verwendet Teile aus der Vergangenheit im Zweifel. Ne? Das heißt. Oder wenn du Pech hast, wurde die schon 1820 erfunden. Ja. Das heißt, du hast ein uraltes Ding, was du nur heute erst benutzt, weil du weißt, wo der Einschalter ist. Ja. Das heißt, wenn jetzt mit der Zeitmaschine der Frühmensch kommt und seinen Feuerbohrer verwendet, ist das immer noch Science Fiction. Ja. Mhm. Es kommt ja ein bisschen noch auf die Ausschmückung von Nebenschauplätzen und der Handlung drauf an, aber... Okay, dann ist Science-Fiction Kategorie, die einigermaßen passt, ja. Mhm. Das heißt, ihr beide bewegt euch im selben Genre, der Marek und der Flug. Ja. Ist auch ein schönes Genre. Ist auch gut. Ja, also es gibt Leute, die können das gar nicht unterscheiden. Also wenn man jetzt im Regal, ist ja oft die Abteilung in der Buchhandlung Science-Fiction, Fantasy nebeneinander. Und dann ist ja eigentlich Science Fiction das, wo so pseudowissenschaftliche Weiterentwicklungen angedacht sind und Fantasy ist das, wo tendenziell mystische Fantasy-Drachen-Sachen angedacht sind. Hm. Und ansonsten sind die Übergänge sowas von fließend. Mystische Weiterentwicklungen. Das ist so ein Drachenslipper, so eine riesige Unterhose, das kommt weniger in Science Fiction vor. Diese Lappen als Zelte genutzt, ist eher Fantasy. Aber kaum bringst du dem was Wissenschaftliches, ist es schon Science Fiction. Genau. Also das ist auch möglich, Drachen bei Sci-Fi. Wenn der Drachen jetzt natürlich geklont wird, dann ist es Science Fiction. Nee, der Drache ist ja auch schon in Soulfire von Michael Turner in der Zukunft da. Oder da, ja. Ja, oder hier Herrschaft des Feuers ist ja auch definitiv Science Fiction. Ja? Mhm.
Also ist zwar auch Science Fiction, ja, aber ich weiß nicht, was da in der. Es ist ja ein Film, was da in der Fernsehzeitung steht als Spiel. Also es kommt ja auf die Fernsehzeitung drauf an. Es gab so früher Fernsehzeitung, ja. Da stand, egal ob es Action, Science Fiction, stand da immer Spielfilm. Als Genre. Genre, Spielfilm. Spielfilm. Das ist aber eigentlich Spielfilm. Auch gar nicht so unvernünftig, weil so wirklich trennscharf sind Fantasy und Science Fiction ja absolut nicht. Ne? Fantasy wird ja immer so als Untergenre verwendet von Science Fiction. Ja. Es gibt ja auch Leute, die machen einen Film, der möchte bitte nur im Fantasy-Bereich spielen, aber interessant wird es ja für einen Zuschauer, wenn es halt mixed up ist, ja, wenn er einfach nur geil ist, der Film, wenn es mir wurscht. Ich meine, Wissenschaft ist ja jetzt auch schon wieder satte 2500 Jahre alt oder sowas, ne? Also, herzlichen Glückwunsch, hatte Geburtstag. Ja, irgendwie sowas, weil so ganz, also. Du weißt ja nicht, wie alt das ist, also ich meine, wenn die Ägypter schon irgendwas Tolles, Mechanisches gebastelt haben. Ja. Nun ja. Aber ich meine jetzt, so diese im altgriechischen Sinne, ne, so dieses Theorie und Methode. Ach so, und, ja, genau. Ja, also so dieses ganz, ganz geordnete Vorgehen bei der Wissenserkennung. Um den Vorteil, was Effizienz angeht, zu haben und in der Produktion oder sowas. Ja, nee, das gibt es ja erst seit der Industrialisierung, aber vielleicht gab es das früher schon mal bei dem Gedanken, was die alten Griechen verfolgt haben mit Struktur im Denken und sowas. Ja. Mhm. Wer weiß. Naja. Ja, an dich habe ich auch noch eine Frage, diese Legende. An mich? Wo gibt es denn das Ganze hier überhaupt zu hören? Das Ganze gibt es zu hören, wenn man jetzt hier heute live dabei war, am heutigen Tag zu dieser Stunde. War jetzt nachträglich, wir haben es aufgenommen. Mhm. Die Leute, die es nachträglich hören wollen, die können das auch hören bei den Comic-Cookies, das ist die Episode 80. Die Comic-Cookies sind zum Beispiel auf der Website comic-community oder ohne minus mit minus-community.de zu finden. Für jede Episode einen eigenen Beitrag. Da gibt es im Grunde den Player dazu und da gibt es auch die ganzen Inhaltsangaben und weiterführende Links. Was sind Inhaltsangaben? Das sind Kapitel, die wir benannt haben, die man direkt überschauen kann und anwählen kann. Mhm. Ist ja auch nicht schlecht. Genau, so sieht das aus. Dann gibt es das Ganze auch zu abonnieren. Also wenn ihr einen Podcast-Player habt oder irgendeine Möglichkeit, euch irgendein Abo einzurichten auf folgenden Plattformen, zum Beispiel iTunes, podcast.de, fit.de oder auf YouTube. Fit, das ist FYY, weil du vorhin gesagt hast, es gibt wenig mit zwei Y hintereinander. FYY.de. Das ist eine Podcast-Suchmaschine. Da möchte jemand gefunden werden. Ja. FYY.de.de. Die ist schon bekannt unter dem entsprechenden. Okay. Ja, dann unter allen Fits ist die berühmteste Fitze. Absolut. Oh Leute, YouTube kann man uns auch abonnieren und unter Spotify neuerdings auch. Aber YouTube erst ab Nummer 16, oder? Ist erst das nicht seit so? Nummer 16, ja. Aber das brauchen wir jetzt hier ja nicht mehr dazu sagen. Wir sind ja weit über die 16 weg. Und wenn die Leute mit uns in irgendeiner Art und Weise kommunizieren wollen, könnt ihr das natürlich auch. Ja, ihr könnt euch als Gast vorschlagen, dass ihr hier mit uns sitzt. Hm. Oder man kann in die Kommentare schreiben an verschiedenen Stellen. Wo kann man denn überall? Kann man auch bei YouTube und bei Spotify? Gibt es da sowas? Nee. Ja, Moment. Steffen erläutert. Genau. Jedenfalls oder jede Episode, die wir im Blog anlegen, könnt ihr natürlich direkt im Blog zum Beispiel kommentieren, aber natürlich auch unter YouTube und bei iTunes freuen wir uns natürlich immer über Bewertungen und bei podcast.de auch. Kann man bei YouTube auch bewerten, ja, oder? Ja. Und bei Spotify? Bei Spotify weiß ich. Ich glaube auch, ja. Ich glaube, da gibt es auch ein Bewertungssystem. Genau. Und wo ich es lese, also ich bin leider nicht so viel im Internet unterwegs, aber ich, der Leger Legende, der ich gucke auf comic-community.de im Blog nach, wenn da jemand mal einen Beitrag schreiben würde, würde ich das sehen. Das passiert aber seltener. Ja. Mach das mal, damit ich das sehe. Genau. Habt ihr spezielle Fragen an uns? Gibt es auch ein Fragenformular im Blog? Da könnt ihr uns jederzeit schreiben und euch als Gast vorschlagen. Wenn ihr Antworten habt, dann erfordert im Fragenformular ein Antwortformular an, dann werden wir das einrichten. A38. Damit ihr antworten. Nein, da kommen wir gleich noch dazu. Da gibt es noch eine schöne andere Möglichkeit. Zum Beispiel die Facebook-Seite. Da kann man auch mit uns in regen Austausch stattfinden. Mittlerweile leider nur mit mir im Moment, aber vielleicht kriegen wir den Legende irgendwann auch nochmal zu Facebook. Dann ist das auch möglich. Und ich dachte, Facebook wäre evil. Ist Facebook Angels? Facebook ist immer evil, aber da sind ja auch Leute, deswegen sind wir da auch. Wir holen auch die evil Leute ab. Mit dem Bus. Mit dem Bus.
Dann sind wir auch bei Twitter zu finden, @comiccookies, einfach zusammengeschrieben, könnt ihr uns auch anschreiben. Und seit neuestem haben wir auch einen Slack-Kanal. Wer damit jetzt nichts anfangen kann, dem ist jetzt da auch nicht weiter geholfen. Aber wer damit was anfangen kann, der weiß Bescheid. Da gibt es auch einen Link und den findet ihr bei uns im Blog. Was ist denn Slack? Slack ist so ein Chat-Tool. Ach so, für jemanden, der gerade ein Eis slackt oder für andere Leute? Ich möchte das manchmal nicht mehr. Genau, da könnt ihr dann auch mit uns Fragen und Antworten austauschen. Sehr cool. Genau. Wir bedanken uns bei Steffi Halt. Oh, Steffi Halt. Noch was. Du hast jetzt praktisch das Hola herausgegeben, ne? Ich habe deswegen noch etwas Release-Merch für dich. Eine Blecht. Moment. Oh. Was kommt denn jetzt noch? Release-Merch. Das Hola.de. Achso, ja, ne, da wollte ich ja gerade nochmal hinkommen. Solange er das holt. Marek, Ja. Komm du doch nochmal deine Seite. Also zum einen, der es ein bisschen was zu sehen gibt von dir. Also zum einen würde ich jetzt empfehlen www.medianik.de. Da ist nicht viel drauf, da muss ich noch was machen, aber mehr ist bei Instagram, medianik_book. Oder Medianik gibt es da auch, aber da ist alles Mögliche von mir, Zeichnungen, Fotos, alles Mögliche. Und bei Facebook, beim Evil Facebook, ist da auch noch Facebook/Medianik. Das kann ich. Oder auch bei Facebook, Marek Sulewski, da sieht man auch mehr. Also nicht nur die Comiczeichnungen, sondern auch alle möglichen Projekte, an denen ich sitze. Das kann ich empfehlen. Und sulewski.net. Ja, das ist so die Internetseite von mir. Und das war's. Okay, cool. Das Gleiche machen wir jetzt mit dem Flug nochmal. Also, wo gibt's, hast uns hier gerade Merchandise überreicht. Das ist eine Emaille-Tasse, würde ich sagen, ne? Eine Blechtasse, genau. Ja, mit Emaille drauf. Ja. Genau, mit deinen Motiven drauf. Die gibt's bei dir online? Oder? Die Tasse? Ja? Nee, die kriegst nur du. Die kriegst du. Wow. Oh. Darf du dann nochmal abfotografieren? Darf davon ein Foto veröffentlicht werden? Das ist deine Tasse, ne? Also du kannst das cool. Ja. Sieht gut aus. Ich glaube, das haben wir jetzt rechtlich mal ganz schnell geregelt. Ja. Also dich gibt es auf das Hola. www.dashola.de. Es ist auch alles verlinkt. Wie gesagt, kommt auf unsere Blogseite oder guckt in eurem Podcatcher in die Shownotes, da werden alle... Ich habe auch noch was für euch. Ich wollte jetzt auch diesmal auch nicht mit komplett leeren Händen kommen. Deswegen habe ich einfach mal aus egoistischen Gründen jedem mal eine Zeichnung von mir mitgebracht, die ich euch gerne schenken möchte. Cool. Das ist so ein kleines Projekt, auch so ein Wettbewerb, an dem ich mitmache. Trinkfett heißt das auch, bei Facebook. Und die sieht evil aus, die ist bei Facebook, oder? Und Wie heißt du? Entschuldige. das ist Endgegnerin von Facebook. Das ist die personifizierte Facebook. Nein, das ist so ein Zeichenwettbewerb, Trinkfett heißt das. Und da einmal im Monat wird eine Aufgabe gestellt. Und da machen viele Zeichner weltweit mit. Und ich mache da auch seit ein paar Monaten mit. Und das ist jetzt eine Zeichnung, die ich jetzt zum aktuellen Thema, also jeden Monat ist ein anderes Thema und diesen Monat sind Barbaren praktisch so das Thema, deswegen sieht es so aus, also dieses, wie es aussieht. Also dieses Muster, dieses Tattoo auf dieser ziemlich grimmigen und schwer bewaffneten Barbaren, geil, oder? Das kenne ich so von Trinkgefäßen aus dieser Region hier. Genau. Okay, das ist so ein Bembel-Muster. Ja, das ist so eine Apfelranke. Das ist praktisch die Frankfurter Barbarin. Okay. Also wer es kennt, ist es ein schönes Easter Egg. Ja. Sonst ist es einfach nur eine Bemalung bzw. eine Tätowierung. Die, also auch auf der Waffe. Die räumt so nachts um 4 dann in Sachsenhausen aber auf, hallo. Oder? Hallo. Ja, genau. Aber hallo. Wer da im Schnellrestaurant noch sitzt und wollen schlesen. Sehr schön. Geil, cool, dankeschön. Vielen Dank. Ja. Gerne. Ja, das letzte Mal hatte Sascha irgendwie alles mitgebracht. Ich kam hier der mit leeren Händen. Aber, so, und also er hatte was mitgebracht und ich dachte mir, das kann nicht sein, ich komme hier, hab nichts mit. Ja, das, aber eigentlich sollte es ja eigentlich, ist es ja andersrum, dass die Gäste was bekommen, wenn sie hier auftauchen. Aber Nein. Also, so rum ist das gut schon zugelangt. So rum ist das schon. Ich habe keinen einzigen. Doch. Jetzt geht es um die Schokolade. Okay.
Meine Herren, es war mir ein Fest. Meine Herren. Ja. Meine Herren. War das wieder. Danke für die Einladung. Und wir freuen uns auf das nächste Mal. Yay, jetzt müssen wir noch reden, weil wir haben ja gesagt, dass wir den Podcast beenden, während wir noch jeder irgendwie voll kam, nett, einfach ja. So wie Leben fandet, und so generell. So, ich fand es richtig cool. Ich fand es schön. Also es war schon so unterhaltsam, haben wir gut die Zeit rumgekriegt. Also war ja. Schon wieder ein Tag schön. Ja, ja, schon wieder. Tag näher an der Rente ran. Ist so ein schönes Wochenende. Also, der Michel Legende auch, hätte noch ein bisschen mehr reden. Ja, ich fand auch so ein bisschen, war ruhig, aber im Großen und Ganzen war gut schön. Religion, ja, das ist immer schwierig. Da weiß man, wie man will. Die Stilettos müssten eigentlich mehr tragen können als dieser Axtstiel. Also das ist schon mal. Ja. Das sind Hoverboots, oder? Das ist schon so ein bisschen Science Fiction. Das ist schon so ein bisschen Science Fiction. Also in dem Comic wird es erklärt, warum diese aber hallo. Absätze okay, alles halten. Okay. Aber hallo. Mordinstrument, Absatz. Religion beim nächsten Mal. Wiedersehen. Und, ja. Ja, war schön. Ja. Also, war schön, ja. Ich brauche mehr Details. Die Dame, doch, ja, genau. Die habe ich Ihnen doch gerade gegeben, Mann. Dann schreib's auf, ich beschäftige mich ja, später. Ja, alles weitere, ja. Immer. Ich finde doch mit den Absätzen, das ist eure Meinung. Immer. Ja. Flug, wann geht eigentlich dein Flug? Wir trinken immer. Das ist eine gute Frage. Dann Flug, Sie mal trinken immer. Drüber machen. La, 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 la. Schauspielerin, ich spreche ja während der ganzen Rolle immer ein bisschen höher. Wie jetzt Harley Quinn spricht, meinst du? Nee, das ist die andere. Das ist, das ist nicht die Bernadette. Ach nee, aber die hat aber in dem Film hat die, trotzdem hat die da die Harley Quinn gesprochen. Ja. Hallo. So. Dann ist der Marek die Nummer 3. Was hallo? Bin ich für eine Nummer? Hallo, hallo. Ah, bist die, jetzt, du bist die... jetzt so langsam höre ich mich auch. Yeah, ich bin ja. Die 1. Das letzte Mal war ich hallo. Die 2. Ich weiß, wir saßen genauso, aber ich weiß nicht mehr, welche eigentlich. Nummer wer war. Das, ich glaube, ich hatte jetzt mal die 2. Die, hoffentlich verwirren wir die Hörer nicht, wenn ich jetzt die 1 nee. Und nicht die 2 bin. Die Hörer kriegen nicht. Das am Ende gar nicht mit. Du machst bitte mal das Mikro ein kleines bisschen weg. Ja, Moment. Und dafür noch ein bisschen nach oben. Nee, warte mal, komm her. Ich fummel dir mal ein bisschen im Gesicht. Ah, oh. So. Ja, ja, ja. Ja. Meinst du gut? Sehr gut. Oh ja. Ich, semi-gut. Hallo, hallo, hallo. Ja, so. Hallo. Hallo. Positiv. Hallo. Immer positiv formulieren. Semi-gut. Dich hören wir irgendwie noch gar nicht. Warte mal, du bist die Nummer 4, glaube ich. Ja, ich bin ganz hinten. Du bist mal wieder das Hinterste. Aber hallo. Im Kreis. Du kannst auch lauter sprechen. Ja, geht auch. Ist das für Hedda? Soll ich mal so ein bisschen... Du kannst auch gern was singen. Ihr fliegt dem hohen Bogen, wir haben die Tickets nach oben. Sing so. Nicht, Rippen. Na gut. Wieso? La 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 la.